Sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen in der Schader Stiftung zum zweiten RASUM Symposium Risikoabschätzung und Nachhaltigkeitsmanagement in Lehre und Praxis. Dieses Symposium passt unglaublich gut hier in diese Stiftung, sowie viele der Arbeiten zum Thema Nachhaltigkeit, mit denen Professor Für und andere bei uns tätig werden, in das Profil dieser Stiftung passen, die sich dem Dialog zwischen Gesellschaftswissenschaften und Praxis verschrieben hat und in dieser Weise, in dieser Form seit über 25 Jahren versucht, Wissenschaft und Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Unternehmen an einen Tisch oder in einen Raum zu bekommen dabei. Dabei passt dieses Symposium und das Thema des Symposiums unglaublich gut in die beiden Konventsthemen, in denen wir uns sozusagen befinden. Wir hatten ein Thema vor 2 Jahren, Nachhaltigkeit im Dialog, bei dem sich die Stiftung nochmal ganz neu auf Fragen von Nachhaltigkeit konzentriert hat, die seit Beginn der Stiftungsarbeit vor bald 30 Jahren immer wieder in einem gewissen Fokus waren. Damals hieß das noch Umweltschutz. Und dann hatten wir irgendwann die Ökologie und die Nachhaltigkeit. Mal sehen, wie die neuen Worte heißen. Jedenfalls sind wir in diesem Bereich natürlich immer dann, wenn wir als Stiftung im Bereich Stadtentwicklung oder Wohnen oder Partizipation zugange sind, an dem Thema dran. In diesem Jahr heißt das Konventsthema, das Jahresthema der Schader Stiftung Kulturelle Praktiken 4.0, also die Frage, wie sich Kultur und Kulturen entwickeln unter dem Einfluss von Digitalisierung und Ökonomisierung. Und auch da kann man nicht anders, als Nachhaltigkeitsthemen immer wieder im Fokus zu haben dabei. Dass dann in einer der Hochschulen dieser Stadt das Thema Risikoabschätzung und Nachhaltigkeitsentwicklung dermaßen im Fokus steht, auch im Fokus eines Studiengangs in dieser Form, nämlich RASUM steht, ist für uns ein besonderer Gewinn. Wir haben beim letzten Jahr gemeinsam versucht, das Wort Verb RASUMen einzuführen dabei. Mittlerweile hat Martin Für mich belehrt, dass wir klüger waren, als wir es wissen konnten damit, dass nämlich RASUM im Russischen Vernunft und Verstand bedeutet, dass also das RASUMen durchaus etwas mit vernünftiger Art zu denken, zu leben, zu handeln, zu tun hat dabei. Und dass es damit natürlich einen wunderbaren Übergang gibt vom RASUM bis zur Sophia, zur Weisheit. Also insofern sind wir nahe dabei mit dieser Wortschöpfung. Mal sehen, ob sie sich endgültig durchsetzen wird dabei. Diese Veranstaltung ist gleichzeitig die Michael Denecke Lecture. Als langjähriger Leiter der Hochschuldidaktischen Arbeitsstätte der TU hätte Michael Denecke sicherlich diese Veranstaltung sehr interessiert. Er hat an der Konzeption des Studiengangs RASUM von Silke Kleihauer nachher einleitend vorgestellt, noch mit großem Engagement mitgewirkt und hätte sicherlich auch den didaktischen Wert der studentischen Projekte, die heute zum Thema kommen, als einen sehr hohen Wert angesehen. Insofern ist die Benennung und die Erinnerung an ihn ein sehr schönes Zeichen der Verbundenheit und des Anerkennens, das wir hier mit betreiben können dabei. Eine studentische Initiative wie Perspektive N wäre sicherlich nicht nur im Sinne von Michael Denecke gewesen, sondern ist auch ganz im Sinne dessen, was wir als Schader Stiftung betreiben, und sicherlich würden sich viele Hände hier heben, die das auch für sich als wichtig proklamieren. Wie können also Unternehmen Risiken und Chancen besser abschätzen und lässt sich auf dieser Grundlage ein proaktives Nachhaltigkeitsmanagement gestalten? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des neuen Studiengangs, der im letzten Jahr gestartet ist, im letzten Jahr mit einem Symposium hier auch eine gewisse Öffentlichkeit dabei erreicht hat und seine Wirkungen entfaltet und durchaus wahrnehmbar ist und mehr wahrnehmbar ist, als man das einem Studiengang, der so kurz auf dem Gleis ist, eigentlich zuerst zutrauen würde. Das liegt aus unserer Sicht sicherlich auch an der großen und guten Beteiligung von Praxis, von Unternehmen, die daran beteiligt sind. Wir hatten das beim letzten Jahr beispielsweise mit der BASF. Wir haben diesmal die Freude von Vaudet und von Air Berlin, Beiträge dabei zu hören. Das ist sicherlich ein ausgesprochen guter Zugang dabei. Es liegt vielleicht auch daran, dass Sie Personen haben, wenn ich das so sagen darf, in der Hochschule Darmstadt, die ein Gespür und ein Händchen dafür haben, die richtigen Menschen zusammenzubekommen. Und wenn ich dabei andere außen vor lasse, mögen Sie es mir verzeihen, wenn ich an Silke Kleihauer und an Martin Für da in allererster Linie im Moment denke. Immerhin Martin, bekannt aus Funk und Fernsehen heute, im Darmstädter Echo als Sachverständiger des Bundestags für den VW-Abgasskandal, den Untersuchungsausschuss dafür, gerade berufen, ein Thema, das uns im letzten Jahr an gleicher Stelle ja sehr beschäftigt hat dabei. Dieses Symposium, damit genug der Worte, dieses Symposium soll also den Stand von Praxis und Wissenschaft im Horizont von RASUM beleuchten. Wir freuen uns, dass Sie wieder zu uns gekommen sind und wir das gemeinsam hier ausrichten dürfen. Wir von der Schader Stiftung sind sehr gespannt darauf. Mein Kollege Sebastian Fellner hat das unsererseits vorbereitet, den heutigen Tag.
Ich wünsche uns einen sehr erkenntnisreichen und vielleicht durchaus ein wenig fröhlichen, sommerlichen Tag. Das sommerlich sage ich dazu, es ist durchaus gestattet in diesem Raum, der verglast ist und der nach gewissen Nachhaltigkeitsstandards belüftet wird. Das heißt, wir fahren die Lüftung nicht auf den letzten Keil, sondern wir bieten Ihnen an, Sie dürfen das Jackett auch ausziehen dabei und damit sparen wir ein kleines bisschen an Kühlungskosten dabei ein. Also haben Sie einen schönen und sommerlichen und anregenden Tag. Herzlichen Dank, dass Sie da sind und ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier in der Schader Stiftung zum nun schon traditionellen Rasum-Symposium jeweils am letzten Donnerstag im September. Wer weiß, ob oder ich hoffe sehr, dass wir uns nächstes Jahr an gleicher Stelle zur gleichen Zeit auch wieder hier zusammenfinden können. Vor meinem geistigen Auge ist ebenso wie bei Alexander Gemeinhardt noch das letztjährige erste Rasum-Symposium sehr präsent. Zu Beginn waren wir ja auf einer gedanklichen Reise im Mittelitalien der Renaissance. Die dabei waren, werden sich erinnern. Und das Zusammenspiel von Forschung, Lehre und Praxis trat vor unser Auge wie ein Bild aus der Renaissance. Der pyramidale Bildaufbau ist Ihnen vielleicht von dem einen oder anderen Museumsbesuch noch in Erinnerung. Raphael, Michelangelo, Da Vinci, die Perspektive, die in der Renaissance in die Bilder kam, die steckt dort mit drin. Und auch die Rolle der Wissenschaft hat uns beschäftigt und wir haben die Frage gestellt, darf die Wissenschaft einen Beitrag dazu leisten, Veränderungen in Richtung nachhaltige Entwicklung anzustoßen, zu unterstützen, zu begleiten oder sollte sie das sogar? Oder, wie der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft gesagt hat, sie sollte sich davon fernhalten, ganz wertfrei bleiben und sich allein auf die Wissenschaft konzentrieren. Auch dafür gab es ein Bild aus Mittelitalien. Manche von Ihnen kennen vielleicht das kleine toskanische Bergdorf San Gimignano. In San Gimignano gibt es ganz hohe Geschlechtertürme. Und so kommt mir ein bisschen das Wissenschaftsverständnis des DFG-Präsidenten vor. Jede Wissenschaft ist dabei, noch ein paar Stockwerke oben auf den Geschlechterturm draufzusetzen, um sozusagen höher zu sein als die anderen zu übertrumpfen, aber merkt gar nicht, dass sie sich dabei immer weiter von der Wirklichkeit entfernt. Und gefördert wird in den Augen der DFG, je weiter das Stockwerk oben ist, desto exzellenter ist man nämlich und deshalb förderungswürdiger. Das Bild passt naturgemäß nicht zu einer Fachhochschule, die ist als jetzt Hochschule für angewandte Wissenschaft der Praxis viel stärker verpflichtet. Und ein Punkt, denke ich, ist schlagend gegen dieses Wissenschaftsverständnis. Auch die Entscheidung, sich nicht einzumischen, ist eine Einmischung. Nämlich in dem Sinne, dass das Bestehende zementiert wird, dass das Bestehende nicht in Frage gestellt wird. Und das ist ja eigentlich gerade die Aufgabe der Wissenschaft, Dinge in Frage zu stellen, immer neu zu hinterfragen und dann auch an Veränderungen mitzuwirken. Zumindest wäre das mein Verständnis. Und dann fragen Sie vielleicht, wieso Veränderungen? Ist doch alles prima, wie es ist. Und meine Antwort als Jurist wäre dann, es gibt einen internationalen normativen Konsens, dass Veränderung nötig ist. Das gibt es auf der Ebene der UN mit den Sustainable Development Goals, das gibt es auf der EU-Ebene schon im EU-Vertrag, das gibt es im Grundgesetz, sodass eigentlich klar ist, mit dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung und der politischen Entscheidung sind Veränderungsprozesse notwendig und von daher ist auch immer die Wissenschaft gefordert. Und wir als Hochschule können aus meiner Sicht da auch ein bisschen stolz drauf sein. Wir haben nämlich schon sehr frühzeitig auch begonnen, in der Richtung uns auf den Weg zu machen. Von 1990 haben wir übrigens auch inspiriert durch die Mitwirkung im Deutschen Bundestag, nämlich in der ersten Klimaschutz-Enquete war ein Kollege von mir und der ist zurückgekommen und hat gesagt, wir müssen die Leute ausbilden, die an der Energiewende mitwirken. Und so haben wir einen Studiengang Energiewirtschaft, der Technik und Wirtschaft kombiniert hat, ins Leben gerufen, der jetzt, denke ich, viele Akteure ausgebildet hat,
die Gesellschaft insgesamt in die Lage versetzt haben, dieses energiepolitische Umsteuern, was tatsächlich jetzt auch Energiewende heißt, in den Gang zu setzen. Und in der gleichen Tradition steht Rasum, jetzt nicht auf Energie beschränkt, sondern insgesamt auf nachhaltige Entwicklung. Und vielleicht ganz neu aus der Hochschule die Entwicklung, dass sich über die verschiedenen Statusgruppen hinaus eine Initiative nachhaltige Entwicklung zusammengefunden hat. Studierende, Beschäftigte, Forschende, Lehrende haben sich zusammengetan und haben gesagt, auch die Hochschule selbst in ihrem Betrieb in Forschung und Lehre sollte einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung leisten. Das heißt aber, dass auch die Hochschule selbst sich verändern muss. Und jede Veränderung ist mit Schmerzen verbunden. Und ich bin sehr gespannt, was heute Abend ab 18 Uhr dieses Debattenforum Perspektive N in diesem Zusammenhang an unterschiedlichen Sichtweisen und vielleicht auch an Dynamik einläuten wird. Auch das sehe ich, gehört zu meinem Wissenschaftsverständnis dazu, dass man sich auch selbst als Organisation hinterfragt. Doch jetzt zunächst zu Rasum. Wir hören gleich das Konzept, das transdisziplinäre, transformative Konzept, was hinter Rasum steht, vorgestellt von der Silke Kleihauer, die Fäden dort zusammengehalten hat und das alles in ein Konzept gegossen hat. Und danach das erste Praxisprojekt von Air Berlin. Thomas Eckert wird gewissermaßen als Auftraggeber des Projekts die Herausforderungen umschreiben, vor der das Unternehmen stand. Die Rasum-Studierenden werden dann berichten, wie sie mit den Herausforderungen umgegangen sind. Und schließlich wird der Product Owner im Scrum, Peter van der Veen, aus seiner Sicht einen Rückblick formulieren, wie er sozusagen die Prozesse einschätzt, beurteilt und was wir vielleicht daraus lernen können. Aber zunächst darf ich Sie alle nochmal sehr herzlich willkommen heißen und das Wort weitergeben an Silke Kleihauer, die das Rasum-Konzept vorstellen wird. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, liebe Rasenbande. Herzlich willkommen, neue Rasenstarter. Mir obliegt es heute, das Rasenkonzept vorzustellen. Ich möchte aber zunächst mal den Ausgangspunkt für Rasen erläutern, dann darauf zurückkommen, was das mit Veränderungsprozessen zu tun hat. Martin Für hat ja schon einen Einstieg gegeben. Ob das nun Forschung ist oder nicht, ist mir in dem Fall egal, weil es um einen praxistauglichen Studiengang geht. Um dann auf das zu kommen, was meine eigentliche Aufgabe ist, das Studiengangskonzept zu beschreiben und kurz auch das Konzept der transdisziplinären Praxisprojekte vorzustellen. Ausgangspunkt in Rasum war in unserer fast dreijährigen Diskussion bei der Entwicklung, dass es sich um einen Studiengang handelt, der sich um nachhaltige Entwicklung aus der Perspektive von Organisationen und Unternehmen beschäftigt, weil Unternehmen, Organisationen wesentliche Beiträge zu einem Prozess Richtung nachhaltige Entwicklung leisten müssen. Das ergibt sich schon aus der Rio-Deklaration und findet sich auch wieder in den SDGs der Vereinten Nationen. Mit den SDGs verbunden ist schon auf dem ersten Blatt, dass es sich um Veränderungsprozesse handelt. Ohne Veränderung gibt es keine nachhaltige Entwicklung. Das bezieht sich sowohl auf die Mikroebene, das heißt auf die Individuen, die Organisationen als solche, aber auch in ihrem Zusammenspiel zwischen den Organisationen, als auch im gesellschaftlichen Kontext. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig für diesen Punkt, wie entstehen denn Veränderungsprozesse. Darum geht es nämlich in Rasum. Entscheidungen sind immer verbunden mit Unsicherheit. Es gibt immer eine Betroffenheit. Es gibt den, der entscheidet. Es gibt den, der auch betroffen ist. Und es gibt immer Zielkonflikte, die ergeben sich schon aus den 17 SDGs als solche, wenn wir alle direkt umsetzen wollten,
dann wäre das ohne Zielkonflikte nicht möglich. Das heißt, in einen Entscheidungsprozess fließen diese drei Punkte mit ein und beeinflussen sowohl unsere Wahrnehmung von Risiken und Chancen für einen Veränderungsprozess und beeinflussen auch die Entscheidungsgrundlage, die wir, ob das subjektiv ist, ob das, wie auch immer diese Entscheidungsgrundlage entsteht, die dazu führt, wohin unsere Veränderung gehen soll oder auch eben nicht gehen soll. Deshalb bedarf es eines institutionellen Rahmens, der ein bisschen Formen vorgibt, dass wir eine Prozessrichtung nachhaltige Entwicklung bekommen. Mehr noch braucht es aber die Bereitschaft der Akteure an solchen Veränderungsprozessen teilzunehmen. Ohne eine Bereitschaft gibt es keine Veränderung. Ich finde, der VW-Skandal macht es sehr deutlich. Ist eine Veränderung lästig oder bietet sie für mich eine Chance? Ist sie lästig, versuche ich sie in irgendeiner Form zu umgehen, vielleicht ohne wirklich neue Marktchancen zu entwickeln, ohne nachhaltige Innovationen zu entwickeln. Das heißt, wir gehen im Rasum davon aus, dass Veränderungsprozesse immer mit der Wahrnehmung von Chancen zu tun haben. Chancen heißt, dass ich als Unternehmen von einer proaktiven, von einer reaktiven Perspektive zu einer proaktiven Perspektive kommen muss. In unseren Forschungsprojekten sprechen wir im Moment oft davon, wer heute, wer morgen noch compliant sein will, der muss heute beyond compliant sein, weil ich nämlich Veränderungsprozesse auch in einer Zeit umsetzen muss, die irgendwann beginnen muss. Entschuldigung. Insofern ist die Perspektive im Rasum, nachhaltige Entwicklung als unternehmensstrategische Chance zu sehen. Das Wort der Strategie ist dabei ganz wichtig. Das heißt, solange ich als Unternehmen nachhaltige Entwicklung nicht in mein strategisches Management mit integriere, ist das ein schöne Begleiterscheinung, die ich in CSR-Broschüren oder was weiß ich veröffentlichen kann, die ich aber niemals in operative Prozesse umsetze. Insofern gehen wir in unserem Rasumstudiengang von der Idee aus, dass wir zunächst mal ein integratives Risikomanagement im Unternehmen integriert haben müssen. Und wenn wir dieses integrative Risikomanagement mit einem richtigen Blick betrachten, wir ganz automatisch letztlich auch beim Nachhaltigkeitsmanagement sind. Solange ich das nicht in meine Strategie in einem Unternehmen oder auch in einer Organisation, das werden wir heute Abend sicherlich noch diskutieren, übernehme, solange ist das eine schöne Diskussion, aber führt zu keinem Veränderungsprozess und letztlich auch zu keinen Innovationen, weder in der Organisation noch für nachhaltige Entwicklung als solches. Das ist die Grundlage, die wir mitgedacht haben, wenn es um Rasum geht. Das beschreibt letztlich die Inhalte im Studiengangskonzept. Neben diesen Inhalten gibt es aber auch eine Struktur. Diese Struktur ergibt sich letztlich aus der, angefangen aus der sozial-ökologischen Begleitforschung, übersetzt heute in die Transformationsforschung und transformative Forschung, wo wir nicht aus einer disziplinären Perspektive auf eine Sache gucken, wo wir auch nicht interdisziplinär auf eine Perspektive gucken, sondern wo wir zwischen Wissenstypen differenzieren. Wissenstypen, dem normalen Wissen, was dort als Systemwissen bezeichnet wird, dem Zielwissen oder Orientierungswissen, was sich aus Normen, Gesetzen, Gesellschaft ergibt, und einem Transformationswissen, was unglaublich wichtig ist, um transformative Prozesse überhaupt gestalten zu können. Wir haben das in ein Konzept übersetzt. Das heißt, wir sagen, die Studierenden müssen den Veränderungsbedarf bestimmen können. Dafür müssen sie kennen rechtliche Anforderungen, gesellschaftliche Leitbilder, ethische Grundprinzipien. Sie müssen aber auch wissen, dass Normen veränderbar sind und letztlich das Ergebnis von Aushandlungsprozessen sind. Das heißt, sie müssen ein Stück weit auch mit Normen, auch mit Governance spielen können, um
auch Strukturen beeinflussen zu können. Das bezeichnen wir in unserem Studiengang als normative Orientierung. Sie werden zum Schluss gleich noch sehen, wie sich das im Curriculum widerspiegelt. Wir haben aber auch da hinten das Curriculum aufgehangen, wo genau diese Farben sich wiederfinden. Neben der normativen Orientierung müssen die Studierenden natürlich Gestaltungsoptionen entwickeln können. Sie müssen Risiken und Chancen analysieren können. Das ist das Wissen, was man normalerweise entwickelt, separat, speziell in einem disziplinären Studiengang. Bei uns ist das etwas anspruchsvoller, denn die Studierenden müssen sowohl naturwissenschaftlich-technisches Wissen erlernen, betriebswirtschaftlich-organisationales. Sie müssen aber auch makroökonomische, also politische Zusammenhänge verstehen. Was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, das ist auch vielleicht der Unterschied zur sozialökologischen Begleitforschung, dass wir sagen, naja, es geht immer nicht nur um die Ermittlung, sondern ich muss es auch bewerten können und ich muss auch wissen, welcher Faktor dabei schon eine Bewertung ist. Das bezeichnen wir noch nicht ganz glücklich in unserem Studiengang als Theorien und Methoden, es fasst aber am besten das zusammen, was wir meinen. Außer den Theorien, Methoden und der normativen Orientierung geht es, wie ich gerade schon gesagt habe, um die Umsetzung von Gestaltungsoptionen, das, was wir Veränderungsprozesse gestalten nennen. Also es geht um konkrete Handlungskonstellationen. Ich muss die Akteure dafür einbeziehen. Ich benötige die Bereitschaft für Veränderungen, sowohl auf der strategischen Ebene in einem Unternehmen. Ich muss es operativ umsetzen können. Wenn ich von der Mikroebene weggehe und das Ganze betrachte, die textile Lieferkette zum Beispiel, dann muss ich auch mit meinen Akteuren in der Lieferkette ein transformatives Wissen darüber, was passieren muss, dass ich überhaupt zu einer nachhaltigen Entwicklung komme, aushandeln. Das bezeichnen wir im Studiengang als transdisziplinäre Integration. Was zusätzlich in unserem Studiengang dazukommt, weil das sehr wichtig ist und oft vergessen wird, ist, dass ich natürlich als Person dafür kooperativ und konstruktiv mit anderen Menschen kooperieren muss. Ich muss unterschiedliche Interessen, Denkstile, Wahrnehmungsraster und Handlungsmuster erkennen. Ich muss mit diesen kommunizieren und kooperieren können, denn ansonsten komme ich überhaupt nicht zu dem, was wir transformativen Prozess nennen. Das ist unser viertes Strukturelement, Disziplinen- und handlungsfeldübergreifende Verständigung und spiegelt sich wieder im Studiengang. Sie sehen, es ist einfach farblich markiert, was zu welchem Studiengang ist, also was zu welchem Element gehört. Und heute im Vordergrund steht das, was wir transdisziplinäre Integration nennen, nämlich das Projektstudium, das auch einen methodischen Ansatz hat, den ich jetzt aber nicht Ihnen im Einzelnen erklären möchte. Was vielleicht ganz interessant ist, nicht gut gelungen, weil die Farben hier noch unterschiedlich sind, dass diese Wissenstypen sich in diesem Forschungsansatz wiederfinden und dass uns durch die Entwicklung im Studiengang interessanterweise auch in den Forschungsprojekten geholfen hat. Weil wir haben durch die Entwicklung des Studiengangs sehr sauber gelernt zu differenzieren zwischen normativer Orientierung, Systemwissen und Transformationswissen. Und ich wende das inzwischen auch in den Forschungsprojekten an, um einfach zu wissen, wo ich gerade bin und was ich machen muss. Und es hilft tatsächlich. Was in diesem Forschungsansatz noch sehr wichtig ist, und das ist auch ein Schwerpunkt von Sophia, unserer Forschungsgruppe, dass wir die ganze Sache immer betrachten aus dem Verhalten der Akteure. Das heißt, wir können natürlich schön von Veränderung sprechen, aber Veränderungen gehen von Menschen aus. Wenn wir davon sprechen, Veränderungen gehen von Menschen aus, dann sind sie letztlich davon abhängig, wie ist das Verhalten der Menschen. Und das ist einzubeziehen in all unsere Gedanken. Das lernen unsere Studierenden, denke ich, von Anfang an in den unterschiedlichen Lehrveranstaltungen und im Besonderen im Praxisprojekt. Das Praxisprojekt ist aufgebaut, letztlich wie eine kleine
Unternehmensberatungseinheit, die Peter van der Feen, Martin Für und ich zusammen in einer Abbildung gezeichnet haben. Ich gehe mal davon aus, Peter, dass du das so ein bisschen berichten wirst, wie ihr dann in dem Praxisprojekt gearbeitet habt, oder? Ja. Was von unserer Seite nochmal wichtig ist, ist, weil das das Studiengangskonzept auch widerspiegelt, dass in diese Praxisprojekte auch das Wissen der einzelnen Module einfließt und im Zweifel, so wie im letzten Semester, wir dann auch gucken, dass wir entsprechende Lehrveranstaltungen haben, die das Praxisprojekt unterstützen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Gibt es Fragen zu dem Vortrag von Frau Kleinhauer? Verständnisfragen, Rückfragen, Verbesserungsvorschläge? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich sagen, steigen wir direkt ein in das erste Praxisprojekt. Dazu gibt es auch Folien. Ja, ja. Genau. Das würde ich mir gerne geben. Sie stellen sich sehr gut. Ich stelle mich nur kurz vor. Ja. Ja, dann vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Thomas Eckert. Ich bin verantwortlich für den Bereich Governance, Risk and Compliance bei der Avenue Group. Sie werden sicherlich der Presse entnommen haben. Wir sind gerade in sehr turbulenten Zeiten. Von daher freue ich mich, dass es heute geklappt hat, dass ich heute hier stehen darf und über unser Praxisprojekt berichten darf. Bevor ich in die Herausforderungen, das ist ja auch das Thema bei Air Berlin, eingehe, möchte ich die Gelegenheit auch nochmal nutzen, mich bei dem Rasen-Team bedanken, insbesondere bei den Studenten, die uns sehr intensiv in unserem Praxisprojekt begleitet haben. Ich glaube, das war ein super Ergebnis, was ihr da erzielt habt. Von daher vielen Dank an das Team der Rasen-Studenten. Ich glaube, wir haben ein tolles Ergebnis geliefert. Ich werde gleich auch noch ein bisschen was sagen, was wir gemacht haben. Bevor ich einsteige, ich habe mir überlegt, wie kann man das Thema Governance, Risk and Compliance und auch die Herausforderungen ein bisschen einfacher und transparenter am Beispiel Air Berlin erläutern. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, das ich euch gerne zeigen würde. Ich hebe es mal einfach hoch, kann Sie mal sehen, wer von euch oder von Ihnen weiß, was das ist. Da steht drauf, Remove Before Flight. Hat man gesagt, ein Schlüsselanhänger? Richtig. Wir sind bei Studenten, ich sehe schon. Ist auch richtig, aber es ist was anderes. Und zwar, ich erkläre das mal kurz. Und zwar im Flugbetrieb gibt es sogenannte Sicherheitsbänder, Ribbon oder Safety Ribbons, die an beweglichen Teilen am Flugzeug angebracht werden, insbesondere in der Vorfeldposition, das heißt, wenn die Flugzeuge am Boden stehen. Diese haben einen bestimmten Grund, und dass die da sind. Beispielsweise haben jedes Bugfahrwerk eines Flugzeuges, da ist ein Sicherungsstift, der sozusagen dieses Bugfahrwerk sichert, dass wenn das Flugzeug aus der Halteposition zurückgeschoben wird, dass das Fahrwerk nicht einklappt. Ist ein sehr wichtiges Element, ist aber auch sehr wichtig, dass dieses Element, bevor man sozusagen startet, auch wieder entfernt wird. Das könnte sonst unangenehme Folgen haben, weil sonst das Fahrwerk nicht wieder eingefahren werden kann. Das ist ein klassisches Beispiel für ein Risiko. Das heißt, wir haben ein Risiko und wir haben direkt eine entsprechende Maßnahme, die alle beweglichen Teile in solchen Flugzeug oder am Flugzeug in einer Parkposition werden mit solchen Safety Ribbons versehen. Bei diesem besonderen Ribbon hier am Bugfahrwerk ist es sogar mal so, wenn das Flugzeug zurückgeschoben wird aus der Parkposition, dass der Ramp Agent am Ende, nachdem er sozusagen das Flugzeug entkoppelt hat, diesen Ribbon nimmt, in die Hand nimmt, und Sie werden es sicherlich, wenn Sie schon mal geflogen sind, beobachtet haben, dass der Ramp Agent den Piloten dieses Schild sozusagen hinhält. Ganz einfache Kontrollprocedure. Der Pilot im Cockpit muss überprüfen, dass er dieses Schild von dem Ramp Agent gesehen hat. Er hat entsprechend in seinem Cockpit eine Checkliste, in der dieser Punkt abgehakt wird. Sein Co-Pilot oder umgekehrt überprüft nochmal, dass diese Procedure durchgeführt wurde. Und damit wird sichergestellt, dass sozusagen am Ende wirklich all diese Safety Ribbons entfernt werden. Was hat das jetzt mit unserem Governance Risk and Compliance System zu tun? Sie werden sehen, allein am Flugzeug der Parkposition haben Sie mehrere hundert von diesen Schildern,
mehrere hundert von verschiedenen Kontrollaspekten, die bei so einem einfachen Flug anfangen und die in Checklisten und Procedures abgearbeitet werden müssen. Das heißt, dahinter steckt ein eigenes Safety Management oder Safety Risk Management System. Das ist ein komplett eigenes System, was wirklich auf die tiefste Ebene in jeden einzelnen Prozess, jeder einzelne Handgriff, der in so ein Flugzeug vonstatten geht, wird dokumentiert, wird protokolliert und wird über Kontrollmechanismen getrackt. Das ist auch das, was die Prozesse natürlich im Flugwesen teurer macht, weil es natürlich sehr viel Aufwand bedeutet und entsprechend die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, aber auch dann entsprechend die Kosten nach unten treibt. So. All diese Themen sind in einem separaten Risikomanagement enthalten. Darüber hinaus gibt es in einem großen Konzern oder einem Konzern wie Air Berlin weitere Safety-Management-Systeme oder Risikomanagement-Systeme. Wir haben ein eigenes Safety-Management- oder Risk-Management-System im Bereich des Fuel und Hedgings. Das heißt, da gibt es Financial Risk-Management-Systeme, die nur die Marktpreise für Fuelpreise und für Dollarpreise überprüfen und navigieren. In anderen Bereichen gibt es weitere Systeme. Wir haben ein Nachhaltigkeitsmanagement-System, was wir hinsichtlich von Nachhaltigkeitsrisiken, ökologischen Risiken sondiert. Was ist unsere Aufgabe jetzt als Governance Risk and Compliance Abteilung? Wir sind mehr oder weniger die Abteilung, die all diese Risikoszenarien im Konzern bündelt und in ein Gesamtsystem überführt. Das heißt, unsere Aufgabe, unser Ziel ist es, unseren Vorständen aus all diesen Systemen die wesentlichen Risiken transparent zu machen und entsprechend auch in Maßnahmen und in vernünftige Abläufe im Sinne eines Kontrollsystems zu überführen. Das heißt, wir versuchen, Kontrollelemente zu etablieren, die diese Risiken steuern und entsprechend überwachen und überprüfen können. Und dieses Gesamtsystem nennen wir eben unser Governance Risk Compliance System und alle Elemente aus den vorgelagerten Systemen fließen hier entsprechend ein. Relativ komplex. Ziel von uns ist natürlich am Ende den Vorstand in die Lage zu versetzen, zu erkennen, wo sind wesentliche Risiken. Weil auch da gibt es Zielkonflikte. Ein Safety-Risiko kann in Kollision stehen mit einem finanziellen Risiko. Und dann muss man natürlich abwägen, welche Risiken haben Vorrang. In dem Fall natürlich immer die Sicherheitsrisiken. Aber so kann es verschiedene Szenarien geben, die man eben im Blick haben muss. Und all diese Themen werden in unserem gesamten integrierten GSE-System kombiniert und konsolidiert. Was sind die Herausforderungen für uns? Sie sehen auf dem Chart, wir haben eine komplexe Organisationsstruktur, das heißt, es hängt auch alles, ist alles integriert in unser Compliance-Management-System, das heißt, wir haben ein voll integriertes Governance-System mit Compliance-Management, Risikomanagement und internem Kontrollsystem. Bedeutet aber auch, dass wir erst langsam zu diesem Prozess hinkommen mussten. Das heißt, wir haben als Unternehmen mit eigenen Funktionen gestartet. Wir haben gestartet mit einem separaten Compliance-Management-System, mit einem separaten Risikomanagement-System, einem separaten Kontrollsystem. Jedes System mit seinen eigenen Tools und Prozessen. Und wir haben das jetzt über die letzten Jahre konsolidiert in ein integriertes GSE-System überführt. Bedeutet, wir haben einerseits die Methodik harmonisiert, das heißt alles in eine gemeinsame Methodik überführt und jetzt langsam auch die IT-Systeme harmonisiert. Und das ist genau auch das Projekt, was die Studenten mehr oder weniger begleitet haben. Wir haben primär Elemente Risikomanagement und internes Kontrollsystem IT-seitig in ein System überführt und haben dafür die Studenten einsetzen dürfen, uns bei diesem Projekt zu begleiten. Das heißt, bei so einer Tool-Migration fallen viele weitere Aspekte an. Das heißt, wir müssen unsere Methodik leicht feinjustieren, wir müssen entsprechende Dokumentation für die Fachbereiche zur Verfügung stellen, wir müssen unsere Stakeholder, unsere Abteilung, unsere Verantwortlichkeit schulen und entsprechend auch auf dieses Tool aufgleisen und entsprechend auch das im Unternehmen publik machen, kommunizieren, die Stakeholder abholen und eine Awareness für dieses System und insgesamt die Compliance- und Governance-Kultur im Unternehmen erhalten. Da freue ich mich, dass wir Hardcat für Unterstützung hatten und ein super Projekt auf die Beine gestellt haben mit verschiedenen Arbeitspaketen, in denen uns die Studenten begleitet hatten und ein wirklich tolles, erfolgreiches Ergebnis abgeschlossen haben. Und das ist, glaube ich, jetzt auch eine gute Überleitung von meiner Seite, mich ein bisschen zurückzunehmen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Studenten hier eine Plattform kriegen, ihre Seite und ihre Sicht der Themen zu präsentieren. Von daher würde ich jetzt meinen Vortrag beenden, es sei denn, es gibt von Ihrer Seite Fragen und
dann eher an die Studenten übergehen, die dann aus ihrer Sicht nochmal den Blick auf diese Themen darstellen können. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen auch von unserer Seite. Wir freuen uns sehr, Ihnen heute Einblicke in dieses spannende Projekt zu geben, das wir mit Airbnb machen durften. Ein Risk Governance und Compliance Projekt. Das stand im Vordergrund und Fabienne Nams und ich werden Ihnen eine Art Erfahrungsbericht aus Studentensicht präsentieren heute. Wir werden zuerst eine kleine Einführung in das Projekt geben und die Projektstruktur erläutern. Anschließend Ihnen noch vertiefte Eindrücke von unserer Arbeitsstruktur geben und schließlich ein Fazit ziehen. Das Fazit ist unterteilt in die Ergebnisse, die wir geliefert haben. Wir dokumentieren kurz, wie die Kommunikation im Team, also intern und extern mit Air Berlin funktioniert hat. Wir werden dann auf die Scrum-Methode eingehen und auch diese final bewerten und zum Schluss einen Eindruck von unserem Teamwork geben. Hier bekommen Sie, glaube ich, schon einen ganz guten Eindruck von dem Rasum-Team. Zusammen, das ist tatsächlich unser Motto, das war an dem Tag, als wir nach Berlin geflogen sind, natürlich mit Air Berlin, und dort die Auftaktveranstaltung hatten. Das war natürlich auch was ganz Besonderes für uns. Es war tatsächlich so, dass wir gefragt wurden, ob wir das Projekt machen wollen. Also nicht immer hat man die Wahl, wir hatten die, es war sehr toll. Und die Motivation für uns, dieses Projekt zu machen, haben wir einmal hier dargestellt. Für Studenten ist es natürlich immer ganz besonders spannend, an einem realen Projekt und einer realen Problematik zu arbeiten. Das war hier der Fall. Und wir hatten die Möglichkeit, das Theorie gelernte Wissen in der praktischen Anwendung auszuprobieren. Des Weiteren waren die Arbeitspakete, die Air Berlin uns vorgestellt hat, sehr interessant und wir fanden die Inhalte so spannend, dass wir uns vorstellen konnten, uns damit mehrere Monate zu beschäftigen. Auch die zwischenmenschliche Ebene spielt natürlich eine große Rolle. Wir haben Thomas Eckert vorher schon kennengelernt, das hat gepasst, das funktioniert schon. Und man muss ja immer sagen, dass der universitäre Raum auch eine Möglichkeit bietet, Fehler zu machen. Also das ist auch was wir einfach in dem Hochschulleben nutzen wollen und natürlich auch lernen wollen zu vermeiden. Aber es ist eine tolle Gelegenheit, Erfahrung zu sammeln auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die man so einfach auch nie wieder bekommt. Und zum Schluss hatten wir die Möglichkeit, die Prozessmanagement-Methode Scrum auszuprobieren. Die erläutere ich Ihnen gleich noch genauer. Und dann muss man natürlich auch immer sagen, es ist mal ganz wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen, die Komfortzone zu verlassen. Und auch das war ein Grund für uns, dieses Projekt zu machen. Worum ging es im Kern? Also wir hatten vier Arbeitspakete. Das erste war eine Richtlinie und Verfahrensanweisung zu verfassen oder die bestehende zu optimieren, zu vereinfachen. Das zweite Arbeitspaket beinhaltete ein Schulungspaket. Das hatte zum Ziel, das neue GRC-System im Unternehmen besser zu implementieren. Kommunikationsmaßnahmen wurden von uns entwickelt, um die Akzeptanz und Awareness bei Air Berlin für das neue GRC-System zu stärken. Und schließlich hatten wir ein viertes Arbeitspaket, den Risikokatalog, wo es einfach um die Identifikation und die Erfassung von Risiken ging. Neben den Zielen, die sich Air Berlin gesteckt hatte für das Projekt und den Zielen, die individuell in den einzelnen Arbeitspaketen steckten, hatten natürlich wir als Studenten uns auch Ziele gesetzt. Für uns war ganz klar, wir haben vier Arbeitspakete, aber wir wollen auf jeden Fall Qualität vor Quantität schaffen. Gleichzeitig ging es uns darum, uns ganz klar an den Bedürfnissen des Kunden zu orientieren. Des Weiteren war für uns ein Ziel, die regelmäßige Kommunikation mit Air Berlin aufrechtzuerhalten und transparente Arbeitsprozesse zu schaffen. Und schließlich wollten wir natürlich Einblicke in ein Risikomanagement eines realen Unternehmens gewinnen. Auch das ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Ich möchte Ihnen ganz kurz und vereinfacht die Scrum-Methode vorstellen. Es ermöglicht, vereinfacht gesagt, ein agiles Projektmanagement. Es ermöglicht flexible Prozesse und untergliedert
große Projekte in kleine Teilprojekte und man lernt, Aufgaben zu priorisieren. Etwas ganz Besonderes an der Scrum-Methode ist auch, dass es gleichberechtigte Teammitglieder gibt. Niemand hat den Hut auf und sagt, hier geht's lang. Man bestimmt das ganz gleichberechtigt und das war für uns auch eine ganz neue Erfahrung. Wir haben die Scrum-Methode online gemanagt. Ja, also hier sieht man ganz gut, wie wir das gemacht haben. Jeder aus dem Team hatte Tasks. Man hat auch schöne Bildchen bekommen, dass es noch ein bisschen mehr Spaß macht auch. Und die Tasks, die jetzt sich im Working-Prozess befinden, schiebt man einfach eine Stufe weiter. Und die, die erledigt sind, sind dann in der Dann-Spalte. Und so sieht jeder aus dem Team, wo man sich im Moment im Arbeitsprozess befindet. Auch das war eine tolle Methode für uns und was ganz Neues. Fabian Naas wird nun weiter kurz auf die Richtlinie und Verfahrensanweisung eingehen. Genau, wir wollen Ihnen jetzt noch Einblicke in unseren Arbeitsprozess geben. Wir haben mit der Richtlinie und der Verfahrensanweisung begonnen und hatten eigentlich als Grundlage die Richtlinie Projektmanagement und die Richtlinie IKS und sollten daraus eine Richtlinie und eine Verfahrensanweisung machen. Und ja, wie Sie sehen, waren wir sehr fleißig. Wir hatten diverse Versionen mit unendlich vielen Kommentaren und haben auch ganz viele Feedbackschleifen mit Air Berlin gedreht, bis wir dann auch die finalen Dokumente fertig hatten. Und unser Ziel, viel zu kommunizieren, hat hier funktioniert, auf jeden Fall. Genau, jetzt möchten wir noch zeigen, wir haben uns kreative Gedanken gemacht, wie wir die Mitarbeiter erreichen können und für Risikomanagement sensibilisieren können. Und die Motive, die Sie sehen, hatten uns gedacht, können wir auf Plakate oder auf Karten drucken. Und da sind so lustige Sachen rausgekommen wie das Bilderrätsel, finde das Risiko oder genau, bei uns bleibt nichts unentdeckt mit dem Teppichmonster, was da gefunden wird. Ja, in dem Projekt haben wir dann auch festgestellt, dass Zeit doch knapp ist und man priorisieren muss. Wir haben uns auf das Arbeitspaket 1 und 3 fokussiert und haben die Richtlinie und die Verfahrensanweisung und auch das Kommunikationspaket erfolgreich abgeschlossen. Anschließend haben wir dann mit dem Risikokatalog begonnen und den haben wir, ja, sag ich mal, 70% abgeschlossen. Da ist auf jeden Fall noch, kann noch was gemacht werden, aber ja, und das Schulungspaket, das haben wir hinten angestellt. Ja, jetzt komme ich auch schon zu unserem Fazit. Also wir sind zufrieden mit den Ergebnissen und haben definitiv wichtige Erfahrungen für die Zukunft gesammelt, auch für VD, was ja dann noch unsere Kollegen später vorstellen. Das ist auch noch ein Projekt, was wir jetzt im nächsten Semester machen. Wir haben ein besseres Verständnis für Risikomanagement erhalten, einfach durch diese praktischen Einblicke, die uns Air Berlin ermöglicht hat und konnten die Theorie in der Praxis anwenden. Anzumerken ist, dass wir natürlich nicht alle Arbeitspakete geschafft haben, aber uns war ja auch wichtig, Qualität vor Quantität. Und ja, wir hatten natürlich eine externe Rolle. Also wir mussten uns einarbeiten und da ist auch am Anfang viel Zeit verloren gegangen. Aber wir haben es geschafft, auch mit der Unterstützung von Air Berlin. Und für uns war es natürlich auch nicht immer leicht, sich an den Kundenbedürfnissen zu orientieren. Wir hatten viele Ideen am Anfang und das musste man auch erstmal alles sortieren und dann auch immer gucken, ist das überhaupt in dem Interesse, was der Kunde möchte. Wir haben gelernt, Kommunikation ist definitiv das A und O. Wir hatten aber im Team auch einen offenen und produktiven Austausch und auch mit Air Berlin haben wir konstruktiv kommuniziert. Trotzdem ist uns dann auch im Nachhinein aufgefallen, dass man immer wieder auch beim Kommunizieren überprüfen muss, ob man auch wirklich ein einheitliches Verständnis hat. Das haben wir dann auch im Nachhinein gemerkt, dass wir dann nochmal nach dem Gespräch so untereinander gesprochen haben, ja, ich habe es so verstanden, hey, ich habe es so verstanden und ja, das muss man halt einfach, dass wirklich alle im Boot sind und das Gleiche von der Sache denken. Man muss früher und doch noch auch häufiger kommunizieren. Und zwar ist auch dann oft wichtig, saubere Dokumente zu überliefern und haben dann aber auch oft festgestellt, dass ja, wir vielleicht einfach in eine Richtung gearbeitet haben und hätten uns da einfach auch früher Feedback holen sollen. Ja, wir sind acht Leute.
man neigt auch immer zu Diskussionen, was auch gut ist, aber man muss halt dann auch trotzdem gucken, dass man ja, einen Punkt findet und Entscheidungen trifft. Die Scrum-Methode haben wir zum ersten Mal angewendet und das war jetzt für uns auch sehr hilfreich. Wir haben gelernt und eine neue Arbeitsweise kennengelernt und auch wiederum das hilft uns für das VD-Projekt. Ja, das Online-Tool, das war eine super Ergänzung für uns, dadurch waren wir flexibel und konnten auch immer von zu Hause noch drauf zugreifen. Trotzdem ist uns im Nachhinein aufgefallen, dass wir die Methode nicht aktiv gelebt haben, vor allem in den Semesterferien, da sind wir dann auch, ja, es ist dann natürlich auch immer schwierig, wenn man sich mal einmal entscheidet, das dann auch wirklich durchzuziehen und dass man auch doch die Tasks ganz genau beschreiben muss, um auch den Arbeitsaufwand und alles, was daraus resultiert, abschätzen zu können. Trotzdem, alles in allem, wir sind zufrieden, hatten eine gute Zusammenarbeit im Team und konnten uns aufeinander verlassen. Es war auf jeden Fall die Bereitschaft da, sich für das Team zu engagieren und wir haben uns auch gegenseitig geschützt und unterstützt. Also wir hatten ja in den letzten 2 Monaten auch Semesterferien, da sind wir füreinander eingesprungen und haben uns auch motiviert. Und ja, jetzt sind wir stolz, was wir hier abgeschlossen haben und mein Name ist Dieter van der Veen. Ich hatte die Ehre, ja, das RASUM-Team in Modul 3 den letzten 2 Semestern zu begleiten. Mein Ziel war, das ist vielleicht hier auch so ein bisschen rausgekommen, dass wir eine Kombination hinbekommen zwischen Lehrbuchwissen auf der einen Seite, schon im sehr aktiven Zusammensein innerhalb der Blog-Seminare, aber dann auch die Leute, die Studenten, einfach mal machen lassen und am eigenen Leib erfahren zu lassen, was dieses Thema in der Praxis, und das ist ja auch wieder ein sehr, ich sag mal, systemischer Ausschnitt aus den Themen, was das bedeutet, wenn man es umsetzen muss. Und zwar auch nicht nur alleine, sondern dann gerade im Team. Und eben wurde das angekündigt von dir, Silke, sicher hast du da irgendwie, weil ich habe gar nichts gemacht. Also in dem Scrum-Thema stellt sich halt, oder gibt es diesen Raum, ein Projekt in die komplette Eigenverantwortung und in die komplette Selbstorganisation des Teams zu stellen. Das ist jetzt eine Facette natürlich nur des gesamten Seminars. Das ist auch nur möglich gewesen durch Air Berlin. Vielen Dank, Thomas, an dich, aber auch an das ganze Team. Weil die Arbeit hat natürlich dann Air Berlin gemacht, kann man sich vorstellen. Also das Ausbilden auf das Thema, das, ich sag mal, überhaupt erstmal durchlesen der Dokumente, zu verstehen, was steht denn da? Wie kann das mit dem übereinander kommen, was ich im Blog-Seminar erfahren habe? Wie passt das vielleicht auch zu meinen eigenen Erfahrungen, die ich aus der vielen Arbeiten ja schon sehr tatkräftig, wie passt das zu diesen Erfahrungen? Und wie bringe ich das alles jetzt übereinander und muss auch noch die Herausforderungen verstehen, dass die Leute in Ferien sind, dass wir eigentlich Semesterferien haben, was ja, deshalb finde ich das sehr achtbewertet, wenn ihr sagt, das war ist ja auch eine Riesenleistung, das über diesen, ich sag mal, Zeitraum auch hochzuhalten. Und ich bin da auch sehr zufrieden mit, was dabei rausgekommen ist. Und ich bin auch sehr happy damit, dass wir das Vertrauen auch natürlich der Hochschule haben, irgendwo das so durchführen zu können. Weil man kann sich vorstellen, dass das, Martin hat es eben dargestellt, das ist natürlich überhaupt, hat gar nichts mehr mit Wissenschaft zu tun, sondern ist nur noch Praxis. Ich muss dabei einschränken und sagen, im Blog-Seminar selber haben wir natürlich schon auch wissenschaftliche Komponenten drin gehabt. Ich bin damit happy, weil ich glaube, dass der Lernerfolg maximal dadurch wird. Wenn man sich durchgebissen hat, das kennt jeder von uns, glaube ich, der hier im Raum ist,
wenn man sich mal durch ein Thema komplett durchgebissen hat und auch kennengelernt hat in Drucksituationen oder in ambivalenten Situationen, was es heißt, dann wieder zum Ergebnis zurückkehren zu müssen und sich dann dort immer wieder zusammen zu raufen. Das ist, glaube ich, was den Studiengang auch an der Stelle einzigartig macht. Und wir hoffen natürlich jetzt, dass wir über die Lernpunkte, die wir mitgenommen haben, das auch in das VD-Projekt transportieren zu können. Hier gibt es sicherlich in der Scrum-Methode dann nochmal den Punkt, okay, waren wir uns so klar, haben wir die Kundenstimme, Voice of the Customer, wirklich verstanden, hätten wir da mehr einfordern müssen. Es gibt sicherlich viele, viele dieser, hätte es eine klare Rolle in einem Tag. All diese Punkte wären jetzt nicht im Bewusstsein, hätten wir es nicht genauso gemacht. Und das ist jetzt, glaube ich, auch das Thema, dass wir nicht von einer Fehlervermeidungsdenke her diesen Studiengang, oder wie Martin den gestaltet hat, sondern von einer Fehleraufdeckungs- und Optimierungssichtweise, die wir so auch eben aus zum Beispiel dem Lean-Management kennen. Und ich glaube, man ist am Anfang langsamer, das haben auch die Kommunikationsprozesse gezeigt, da muss ich erst aneinander anlehnen, dann weiß man nicht genau, was will der andere dann so. Aber hinten raus wird man immer, immer schneller und hinten raus werden die Lernerfolge auch immer, immer größer. Und ich glaube, damit sind wir für dieses Praxisprojekt auch aus meiner Sicht des Lehrbeauftragten an unser Ziel gekommen. Das ist, finde ich, gut. Vielen Dank für alle dafür und gibt es Fragen, Anmerkungen dazu aus dem Auditorium? Ja, erstmal vielen Dank. Also gerne auch, ja. Frag ich mal was? Ja. Welche Rolle spielte die Unternehmenskultur, die es jetzt bei Air Berlin gibt, dafür, dass so ein Projekt möglich war? Ja gut, ich meine, die Kollegen, die jetzt hier sitzen, sind natürlich auch Kollegen, die man kennt aus der Vergangenheit, also aus unserer gemeinsamen KPMG-Vergangenheit. Alle haben dort mehrjährig auch in Projekten zusammengearbeitet. Das heißt, dieser Vertrauensvorschuss, den man dann natürlich von der Organisation bekommt, ist in den Beziehungen auch verankert. Die Unternehmenskultur spielt insofern eine extrem große Rolle, als sie einem vor Augen führt, was ist Voice of the Customer, was will der Kunde. Das ist sehr stark natürlich mit Rücksicht auf die Unternehmenskultur, was uns natürlich nichts etwas einzuführen, was ja nachher nicht anschlussfähig ist in der Organisation selbst. Jetzt können diese Kulturen ganz unterschiedlich geprägt sein. Sie können sehr, sehr offen und animierend zu innovativen Denken ausgestaltet sein. Da kann man sich dann verrückte Dinge vielleicht überlegen oder Dinge, die keiner erwartet hat und die stoßen dort auf fruchtbaren Boden. Oder man stößt halt auf etwas, eine Kultur, die sehr viel konservativer und defensiver auch aufgestellt ist und muss sich dann überlegen, okay, wo stehen die denn jetzt gerade und was ist denn der nächste Schritt, der zwar in Richtung Veränderung geht, aber der die Leute nicht komplett abhängt. Ne? Das ist also dieser Tanz, dieses Spiel, was ist hier realistisch, was holt die Organisation vielleicht aus der Komfortzone raus, aber was bringt sie nicht direkt in eine Panikzone, in eine Zone, die niemand mehr versteht. Und ich glaube, dass hier genau dieses Thema Kommunikation der Schlüssel dann auch ist, dass man immer wieder die Erwartungen hinterfragt, bevor man überhaupt irgendwas macht und relativ früh sich Verständnisquittungen darüber einholt, ist das, was wir hier tun und das, was wir verstanden haben, auch das, was ihr wirklich meint. Ich glaube, dass das ein Schlüssel zur Nachhaltigkeit übrigens ist. Das hört sich jetzt extrem trivial an, aber es ist tatsächlich dieses Thema, dass wir doch die Tendenz sehen, auch draußen in den anderen Projekten, in den anderen Projekten, die ich mache, dass wir sehr schnell immer zur Lösung springen wollen. Wir wollen immer sehr schnell in Vorschläge springen. Und dann wollen wir es möglichst perfekt machen und
Fehler zu vermeiden. Das ist etwas, wo man sagen muss, damit wird man nur, ich sag mal, eingeschränkt diesem Thema nachhaltiger Entwicklung, Unternehmensführung gerecht, weil sie immer wieder darauf aus ist, etwas zu produzieren, ohne in Kontakt zum eigentlichen Adressaten, zum eigentlichen Kunden zu stehen und damit unweigerlich immer wieder am Thema vorbeigeht. Wenn es am Thema vorbeigeht, wird es Konflikte verursachen. Wenn es Konflikte verursacht und ich bin nicht in der Lage, die Konflikte zu managen, dann kommen Projekte ins Wanken, ins Stillstand und so weiter und das führt zu Missmanagement. Das heißt, wenn man diese ganzen Dinge mal zu Ende denkt, dann ist das, wenn ich es damit zu tun habe, nicht auf ein weißes Blatt Papier-Umgebung, sondern mich auf die Kultur zu fokussieren. Dann ist Kommunikation das A und O, um überhaupt eine Veränderung machbar machen zu können. Es ist der Respekt vor dem, was es gibt und das Fingerspitzengefühl dafür, was der nächste Schritt in Richtung Veränderung sein kann und wie ich den genau manage. Und ich glaube, dass die Studenten davon zumindest eine ganz fundierte Grundahnung jetzt mitgenommen haben. Und das ist auch wichtig, dass das wird so bleiben. Ich werde den Studiengang im nächsten Semester nicht mehr begleiten. Das hat den Hintergrund, dass ich mich nicht in der Lage fühle, eigentlich das Thema konsequent zu betreuen. Und habe aber auch direkt jemanden mitgebracht, der das sicherlich noch viel, viel besser kann von seinem Hintergrund, auch ein Kollege von mir, vielleicht kannst du gleich noch was zu mir sagen. Wir werden trotzdem diesen Kernpunkt, nämlich der Verzahnung von genügend fundiertem Wissen, Fachwissen, mit der Praxis-Challenge, mit der Herausforderung und dann mit dem Lernen, während ich es tue, weiterhin verbinden. Und sagt mein Nachfolger, der Herr Wendt, mal was dazu, was er sich da vorgestellt hat, damit auch diejenigen, die jetzt im nächsten Zyklus dabei sind, damit die ein tieferes Verständnis haben, wer ist das, der das jetzt betraut. Ja, danke dir. Ich nutze gerne die Gelegenheit, ein paar Worte zu sagen, nicht zu viel allerdings, denn ich bin ja erst noch in den hörenden Modus. Man soll ja nicht gleich zu den Lösungen kommen, sondern zu hören. Ja, um aufzunehmen, was für Schwingungen hier sind, was mit dem Studium auf sich hat. Ich habe den Ehrgeiz verstanden, mit dem er aufgesetzt wurde. Und ich glaube, dass wir da was Spannendes machen können. Vielleicht zu meinem Hintergrund, damit Sie einschätzen können, ob Sie vielleicht mit mir was anfangen können und erwarten können, dass da was kommt. Ich war lange Zeit im Bankbereich, nach dem BWL- und Jurastudium, nach dem Wende in Berlin, habe da die großen Bankskandale, die Sie so von Hörensagen kennen, im Wesentlichen, das heißt, Sie sind etwas älter schon wie ich, von innen miterlebt und habe daraus eigentlich den Impuls gezogen, dass ich gerne darüber nachdenken würde, wie das anders geht. Wie man also Unternehmen anders führen kann oder wie Sie jetzt sagen, wird nachhaltig führen können. Und deswegen ist das Thema integriertes Risikomanagement spannend, weil es ist ja ein Suchprozess. Das integrierte Risikomanagement ist ja keines aus dem Lehrbuch, was man jetzt implementieren könnte, sondern es ist ein sich annähern an die Realität aus einer organisatorischen Blickrichtung heraus und das zusammen immer mit gruppendynamischen Effekten und Macht- und Ohnmachtgefällen. Das ist schon ein schwieriges Thema, ein uferloses Thema. Habe dann, nachdem ich mit dem Bankenwald in Berlin abgeschlossen hatte und den Skandal dort, die Skandale außerhalb des Bankbereiches versucht auch kennenzulernen. Dafür diente KPMG. Seit 2008 war ich bei KPMG zunächst mal in der Forensik-Truppe. Forensik ist jetzt nicht das, was Sie denken, wenn Sie den Münster-Tatort als so häufig schon gesehen haben, sondern hier geht es um die Aufnahme, Ausarbeitung von wirtschaftskriminellen Fällen. War dabei, als in Berlin das mit der Ära Medon zu Ende ging, dann auch die KPMG groß gefordert, das mal aufzuarbeiten. Also das sind dann schon spezielle Fälle, ja, in denen man dann ganz tief reinbohren kann in diese Thematik Unternehmensführung. Nachhaltig? Nicht nachhaltig? Warum nicht? Und bin jetzt auch als selbstständiger Berater ganz neu auf dem Weg, um ein bisschen mein eigenes
Profil zu finden an der Stelle, was auch ansetzt an den Themen, die ich kennengelernt habe. Ich habe Bank vorher gemacht von innen, ich habe dann später Industrieunternehmen gemacht, sehr stark in den Compliance-Bereich, mittelständische, auch die großen. Und in den letzten Jahren eher das Thema Non-Profit-Organisation, Public-Organisation bei KPMG. Und diese Spanne würde ich jetzt gerne weiter angehen, auch mit kleinteiligeren Projekten, die alle so ein bisschen auf der Kultur, Compliance-Kultur, Risikokultur-Schiene zu verorten sind. Deswegen passt es ganz gut, hier mit Ihnen in diesem Studium dann in Dialog zu treten. Fragen von Ihrer Seite? Wenn Sie mir was mitgeben wollen im Vertrauen, vielleicht was, welchen Fehler ich vermeiden sollte, bin ich dafür offen. Gibt es vielleicht noch Neugier zum eigentlichen Air Berlin-Projekt aus dem Auditorium? Ja, inwiefern wird denn reflektiert mit den Studierenden, dass es da auch Konflikte geben könnte, Air Berlin und Nachhaltigkeit, dass es vielleicht per se ein Konflikt ist, dann mit diesen Partnern zusammenzuarbeiten? Also das würde mir, also ich habe jetzt nicht den Nachhaltigkeitsfokus erkannt in diesem Projekt, aber ich bin gespannt, also wie das dann reflektiert wird. Ja. Erstmal, was den Nachhaltigkeitsbereich angeht, also der Studiengang so aufgesetzt, dass die Studierenden zunächst mal lernen sollen, wie man ein integratives Risikomanagement in einem Unternehmen aufbaut. Weil wir davon ausgehen, ein Unternehmen, was kein funktionierendes integratives Risikomanagement in seinem Unternehmen hat, noch weniger dazu in der Lage sein wird, ein ordentliches Nachhaltigkeitsmanagement zu gestalten. Das ist der Ansatz des Studiengangs. Insofern müssen die Studierenden im ersten Prozess einfach das integrative Risikomanagement lernen, auch lernen, wie zum Beispiel die Unternehmenskultur dafür sein muss, dass schon alleine ein integratives Risikomanagement funktioniert, noch mehr sein muss, dass dann später auch ein proaktives Nachhaltigkeitsmanagement funktioniert. Das heißt, wir sind froh, wenn Unternehmen unseren Studierenden ermöglichen, das zu lernen. Und wir schauen dabei nicht so sehr darauf im ersten Schritt, wie weit das Unternehmen selber Richtung Nachhaltigkeitsmanagement schon ausgerichtet ist. Das muss man einfach dazu sagen. Und dann ja gut, man muss, darf ich von der Ingenieurseite auch noch ganz kurz sagen, natürlich muss man sagen, klar, die Frage ist immer, also, wie definiert man Nachhaltigkeit und ich gebe Ihnen recht, wir sind sicherlich jetzt kein Bauernhof, aber man muss sagen, wir in Berlin, sagen wir, schreiben auch Nachhaltigkeit sehr groß. Also, wir werden es auch in den Nachhaltigkeitsrankings der Airlines gesehen haben, wir sind gerade die zweiteffizienteste Airline weltweit ausgezeichnet worden im Bereich der Nachhaltigkeit. Wir versuchen, einen Kerosinausstoß von unter 3 Litern pro Flugzeug und pro Passagier auf dem Flug zu erreichen. Das heißt, Nachhaltigkeit hat auch bei Air Berlin einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Wir machen auch ein eigenes Nachhaltigkeitsbericht, eine eigene Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und da möchte ich nur vermeiden, dass der Eindruck entsteht, dass Sie per se nicht Nachhaltigkeit interessiert, sondern sehr stark sogar. Und es nimmt einen sehr großen Aspekt ein. Aber Nachhaltigkeit hat nicht nur auch diesen Umweltaspekt zur Folge, sondern Nachhaltigkeit erzeugt auch zum Teil Kostenersparnisse. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den wir auch nutzen können, und um dieses Thema Nachhaltigkeit auch stärker in die Unternehmen reinzutreiben. Bei Air Berlin hat das Thema Nachhaltigkeit eine extrem finanzielle Auswirkung. Durch den Versuch der Einsparung von Kerosin fördern wir einerseits natürlich die Reduzierung der Treibhausgase, aber auf der anderen Seite sparen wir Kosten ein. Denn jedes Gramm, was in unseren Flieger reingeht, reduziert am Ende auch wieder die Kosten. Deswegen wird bei uns beispielsweise jedes noch so kleine Element, was in den Flieger geht, wird abgewogen. Wir haben Projekte, wo wirklich jedes Gramm nachgemessen wird und sichergestellt wird, dass auf dem Flug nur ein minimales Gewichtsvolumen an Bord ist. Unsere Trolleys sind alle ausgetauscht worden auf ein Ultraleichtgewichtstrolley. Das heißt, es gibt extrem viele Projekte, die darauf aus sind, den Kerosinausstoß zu treiben. Und
Da muss man sagen, ist sicherlich insgesamt die Erlangen-Branche im Verhältnis zu anderen Industrien hat auch voll Potenzial, aber ich glaube, dass das ein Thema ist, was fast allen Unternehmen an Priorität gewinnt und dass man das auch nutzen kann als Treiber, das Thema Nachhaltigkeit auch in eine breitere Fläche zu treiben. Vielleicht auch, man muss ja sagen, das Praxisprojekt hier steht für das Modul 3. Das heißt, das Modul 3 ist primär auf das Thema integratives Risikomanagement gemünzt. Sie werden sich vor Augen führen müssen bei Nachhaltigkeitsthemen, dass die Art und Weise, wie ich mit Nachhaltigkeit umgehe, ein sehr breites Verständnis davon erfordert. Wie hole ich das Individuum ab, wie hole ich die Menschen ab und wie strukturiere ich die Prozesse, wie schaffe ich Standardisierung, Systematiken. Und ich glaube, das macht der Studiengang ganz gut und wir sind mit dem integrativen Risikomanagement an einer dieser Stellen unterwegs, nämlich wie kann ich vorausschauend Informationen sammeln, wie kann ich Verbesserungspotenziale erkennen und wie überführe ich sie in Maßnahmen? Und das sehr systematisch über alle Risikofelder der Organisation. Das ist das Thema im integrativen Risikomanagement. Das heißt, wo haben wir eine Quelle, aus der wir all dies erkennen können und dann die wichtigsten Richtungsweiser haben. Und darum ging es bei dem Projekt, dass die Studenten hier mal rangeführt worden sind, wie machen das andere. Wir sehen in der Unternehmenslandschaft, dass das zwar immer angekündigt und propagiert wird, aber doch wenige über integrative Zusammenschau verfügen. Und je weniger, ich sag mal, Störfaktoren ich zum Beispiel in einem Risikomanagementprozess habe, desto besser kann ich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen. Das muss natürlich im System abbildbar sein. Kann es auch. Und darum ging es bei dem Projekt, aus diese Kompetenz mal aus dem Lehrbuch rauszuziehen, wo sie auch nur schwer greifbar ist, und erfahrbar zu machen, sodass ich damit umgehen kann. Und das war nicht das Ziel, das Nachhaltigkeitsprogramm der Berlin zu optimieren. Nur das ist mal klar. Ja, genau. Wir haben auch ein anderes Projekt mit diesem, ich sag mal, stärker umweltbetriebene Gedanke hier auch. Hier geht es um das System. Wie schaffe ich das, immer wieder hochzubekommen, diese Themen, auch Nachhaltigkeitsthemen, und wie kann ich sie laufend optimieren? Das ist die Kompetenz, die wir vermitteln wollen. Ich meine, gerne, genau, aber es geht eigentlich gleich Richtung, aber. Guter Zusatz, gerade wenn es ja auch um das Thema Nachhaltigkeit im Hochschulkontext geht, dann geht es ja auch darum, dass man einen ganzheitlichen Ansatz braucht. Also es ist irgendwie komisch, wenn man sozusagen sich in Lehre und in der Forschung mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigt, aber dann in Gebäuden lebt, die aus dem Fenster rausheizen, in der Mensa dann vielleicht komplett konventionelles Essen bekommt, mit nur Fleischgerichten, sozusagen im Sinne von das, was man lernt, was man forscht, soll auch irgendwie gelebt werden, also auch im Betrieb umgemünzt werden. Da wäre eine Frage an euch von Studierenderseite. Ich bin da nur drüber gestolpert, als es hieß, ihr seid nach Berlin geflogen. Nach Berlin kann man ja auch da annehmen. Ich weiß, das wäre dann die Deutsche Bahn nicht sozusagen der Auftraggeber. Das wäre natürlich was anderes, aber vielleicht könnte man ja auch sozusagen das als Flugzug labeln oder das ist eben so nicht mehr so schwierig. Aber war das ein Thema für euch? Habt ihr auch gedacht, hätte man es finden müssen oder hätte man auch die Bahn nehmen können? War das ein Thema? Ja, wir haben das in der Tat diskutiert und wir hatten auch eine Vorlesung in dem Semester, das um Ökobilanzen ging. Und wir waren sehr wohl bewusst, dass Fliegen ein ganz böses und feines. Und aus diesem Wissen heraus ist auch noch sehr kürzlich überlegt, ob das Sinn macht und es dann auch ökologisch viel besser wäre. Und klar, und da wir eben nicht nur die eine Vorlesung hatten, sondern auch andere, das ist schon wieder ziemlich gut ausgegangen. Ja, es
es war auf jeden Fall ein Thema, will ich auch ganz klar sagen. Allerdings muss man halt auch die Komponente Zeit betrachten. Wir hatten natürlich einen Tag Zeit. Es ging quasi morgens los, abends ging es wieder zurück. Hat auch terminliche Gründe gehabt. Was ich manchmal auch immer ganz schade finde, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit, also klar ist wichtig, Umweltschutz, aber das Thema Nachhaltigkeit wird immer viel zu oft nur auf diese grüne Öko-Umweltschiene geschoben. Und dieser Aspekt soziales Risikomanagement, auch ökonomische Faktoren, die werden oft ein bisschen runtergeklappt, weil das Ganze mit dieser grünen Lupe ein bisschen verloren geht. Deswegen finde ich, also klar ist ein gutes Argument, aber Nachhaltigkeit ist für mich theoretisch auch mehr als nur Umweltschutz. Ja? Also gehört schon noch ein bisschen was dazu. Ich habe so Zeit, hätte ich gerne mal. Soll ich oft nach Berlin mit dem Zug fahren morgens um 5 Uhr, hätte ich das auch gerne mal erklärt. Ja, ich war letztes Mal auch in Berlin, morgen vom Zug hin und erst am nächsten Tag zurück. Aber wir waren trotz Flug wirklich schon sehr geschlaucht. Also wir sind sehr früh los, es war auch ein reiner Termin. Ich glaube, wir werden über 20 Stunden unterwegs gewesen an dem Tag und das wäre wirklich hart gewesen. Ich glaube, Studierende müssen sich nicht dafür rechtfertigen, dass sie einmal nach Berlin hin und zurückgeflogen sind, dass sie ihnen gehört. Ja, wenn sie anschließend die Welt retten, reicht das. Ja, also ich hätte auch noch was dazu gesagt, und zwar, ich würde mich mal interessieren, wer in einem Raum das auch leben würde. Also wenn man das Angebot kriegt, kostenlos nach Berlin zu fliegen, gerade wenn man so einen straffen Zeitplan hat, ja, ist mir ganz bewusst, dass das vielleicht auch irgendwie ein bisschen an Mahn herbeigezogen wirkt, aber wenn man das Angebot kriegt, ja, dann auf die Bahn umzusteigen. Also ich meine, das ist schon der Flieger war voll ausgelastet. Ja, ich fand das jetzt auch einen sehr spannenden Beitrag für den Studiengang. Ich denke, dieser Typ von Projekten sind ganz zentral, um Theorie und Praxis in Verbindung zu bringen. Jetzt praktisch anschließend an das, was wir eben diskutiert haben, scheint ja zu sein, dass unterschiedliche Ziele und auch Zielkonflikte verbunden sind mit dem integrativen Nachhaltigkeitsmanagement. Und ich würde noch mal interessieren, sowohl projektseitig als auch von denjenigen, die das professionell machen, was heißt Integration an der Stelle? Und wie geht man tatsächlich jetzt mit diesen Zielkonflikten um? Verrechnet man die, gewichtet man die? Und wer legt das ist eine Frage an auch eine Machtförmigkeit, die im Unternehmen sind. Sie haben von Macht und Unabhängigkeit gesprochen. Wie ist die Festlegung, Integration im Hinblick auf die unterschiedlichen Mächte, die im Unternehmen vorhanden sind? Das sind jetzt mehrere Themen auf einmal. Was ist das Integrative, habe ich jetzt verstanden? Das ist so die erste Kombination aus. Das Integrative ist eigentlich, dass man versucht, die Risikobetrachtung oder schon allein die Risikoidentifikation nicht mehr in verschiedenen Stellen des Unternehmens sozusagen ruhen zu lassen. Und im Idealfall die Mitarbeiter aktiv bei der Identifizierung aktiv mit einzubeziehen. Und Voraussetzungen zu schaffen, wie das effizient erfolgen kann. Und man kann sich ungefähr vorstellen, dass das eine ziemliche Challenge ist, eine Herausforderung, jetzt, ich sag mal, im Idealfall jeden einzelnen Mitarbeiter dort abzuholen, dass er sagt, okay, vorausschauend kann ich dir schon mal das und das mitteilen. Und in so vielen Unternehmen ist es eben immer noch gelebte Praxis, dass wir sehr viele Zentralbereiche haben, die die Identifizierung und auch den gesamten Prozess, der daran anschließt, dass der in bestimmten Silo-Strukturen sehr zentral gesteuert wird. Das ist also im simpelsten Fall, macht die zum Beispiel der Funktionsbereich interne Revision eine Risikoerhebung, weil sie denken, das muss ich auf jeden Fall selber machen, weil ich muss ja sicherstellen, dass meine Prüfungen und so weiter optimal ablaufen. Das kann ich nicht in einem anderen Bereich überlassen. Und da fängt es schon an. Und dann hat man den Bereich Risikomanagement und die sagen, ja, das müssen wir auch selber machen, weil in dem Teil Risikomanagement, da gibt es ja auch noch Risiken, die
die jetzt nicht unbedingt in Transaktions- oder Prozessbereichen stattfinden, sondern auf einer strategischen Ebene. Ja, und da könnte man jetzt sogar philosophieren, was das alles sein kann, auch im Nachhaltigkeitsprozess. Deshalb, das machen wir auch lieber selber. Und da sind wir auch die Experten. Da müssen wir nicht in die Organisation reinhorchen, das wäre auch viel zu kompliziert, weil die haben im Zweifel keine Ahnung und halten uns nur auf. Dann gibt es den dritten Teil, wären Kontrollsysteme. Also, ja, wir müssen das auch selber machen. Und zwar müssen wir ganz woanders anfangen. Wir müssen bei der Erhebung der Prozesse, der Dokumentation der Prozesse, der Prozessflows und so weiter starten. Das ist eine Transaktionssicht. Und das macht am besten auch eine Abteilung, die dafür zuständig ist, weil die können sich darauf konzentrieren. Zwar sind zwar unsere Mitarbeiter, da haben wir am meisten vielleicht Know-how in diesen Bereichen, aber bis wir die so weit haben, dass die sozusagen hier den Prozess vernünftig befüttern können, machen wir es lieber selber. Und so hat man nachher unheimlich viele Inseln der Glückseligkeit mit unterschiedlichem Risikoverständnis geschaffen und die Mitarbeiter sind weiterhin außen vor gelassen. Im integrativen Ansatz, im Idealfall, darum ist das auch eine Reise, wie Thomas Eckert das gesagt hat. Im integrativen Approach fallen die Silos weg und man hat eine zentrale Einheit und diese zentrale Einheit ist darauf aus, das Know-how dort abzuholen, wo es wirklich steckt. Und das steckt meistens in der Unternehmung selber, in den Prozessen oder bei bestimmten Experten. Und jetzt wird auch schon klar, okay, das heißt, die müssen einen riesen Kommunikationsprozess fahren. Die müssen denen auch sagen, wohin steuern wir die denn? Weil wenn jeder einen Zettel abgibt, dann hat man natürlich auch ein Problem. Ja? Und wie binde ich das jetzt ein? Das heißt, sie müssen die Systeme, sie müssen die kommunikativen Voraussetzungen schaffen, Hilfestellungen aktiv anbieten, Systeme schaffen, die die Arbeit erleichtern für die Mitarbeiter und müssen es dann schaffen, diesen ganzen Kram zu konsolidieren und zum Vorstand zu befördern und müssen auf der anderen Seite auch in der Lage sein, Themen aus dem Vorstand wieder runter zu befördern, in die Einzelprozesse rein, wenn es notwendig ist. Und dieses Spiel zwischen den Stakeholdern ist nichts anderes als professionelles Stakeholder-Management in der Organisation selber. Und das habe ich eben nicht, wenn es nicht integriert, also das integrative Verständnis erzwingt das sozusagen. Nicht einmal sagen, ich will das Zeug doch herholen, wo es wirklich herkommt, und das kann er mir bestimmt bestätigen, dann sind sie ganz schnell unter extremem Druck, weil auf einmal sind sie in einer Führungsfrage drin, die sie vorher noch gar nicht sozusagen auf dem Bildschirm hatten. Weil sie müssen auch nicht denken, dass die Leute ihnen bereitwillig alles liefern, wie sie es gerade haben wollen. Das heißt, sie sind, da kommen wir zu diesem Machtthema. Wenn, das haben wir in dem Studiengang auch besprochen, ich in dieser Sandwich-Position bin, als integrativer Risikomanager, dann ist der Skill, den ich haben muss, um diese Aufgabe zu erfüllen, ich muss permanent verstehen, mit wem ich es zu tun habe. Ich muss permanent verstehen, welche Herausforderungen derjenige hat. Und obwohl ich weiß, dass es weh tut, muss ich auch permanent versuchen, die Interessen aus Risikomanagement-Sicht zu platzieren und die Mitarbeiter zu gewinnen, dass sie mich unterstützen. Wenn sie es nicht wollen, wollen sie es nicht, dann kann ich nichts machen. Das heißt, dieses Thema, ich muss sowohl die Systemvoraussetzungen schaffen, mein Team muss im Endeffekt auch so agieren. Das reicht nicht, wenn der Thomas Eckert bei Air Berlin das alleine macht, sondern der muss sozusagen, das ganze Team muss so ticken. Und dann ist die Herausforderung, okay, wie steuere ich jetzt zwischen diesen Herausforderungen, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen passieren können. Es kann in einer Rechnungsstelle bei Finanzen sein, hier auf dem Rollfeld bis hin zum Vorstandsbüro. Und dann merkt man so, okay, könnte eine Challenge sein, ist eine Challenge, aber darum geht es genau. Auch in der Ausbildung, wir haben all diese Themen, auch die persönlichen Dynamiken, die damit zu tun haben. Die Skills, die ich aufbauen muss, um Verhalten zu antizipieren der anderen Akteure, um mich selber zurückzunehmen, weil ich unweigerlich selber natürlich immer wieder unter Feuer stehe. Der Vorstand kritisiert, warum haben wir das nicht, und die anderen kritisieren mich, warum schon wieder so viel zu tun, schon wieder so eine Risikoabfrage und so weiter und so fort. Das heißt, das habe ich auch den Studenten mal gesagt, wer das beherrscht, der hat einen Skill mitgenommen oder zumindest
man nimmt den ja nicht mit. Das ist etwas, da muss man im Endeffekt das ganze Leben dran arbeiten. Aber man hat ein Bewusstsein dafür mitgenommen, was einem an allen Orten wieder helfen wird, ich sag mal, mit Komplexität umgehen zu lernen. Beantwortet das die Frage oder gibt es da einen Punkt, den ich nochmal beleuchten soll? Ja, was können Sie vielleicht, weil ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Nuancen waren. Der Punkt ist, dass meine Vermutung wäre, im integrativen Risikomanagement, dass Zielkonflikte haben. Also bauen Sie für die Mannschaft, für die Piloten und so weiter eine bestimmte Form von Klimaanlage ein, dass Kerosin in der Kabine nicht wahrgenommen wird oder nicht. Wenn Sie integrieren, heißt das, dass Sie als integrativer Risikomanager doch gewisse Gewichtungen vornehmen müssen, um mit diesen prekären Situationen umzugehen. Und die Frage ist, wie läuft das methodisch und wie läuft das im Hinblick auf Macht- und Entscheidungsbefugnis? Ja, im integrativen Risikomanagement haben Sie immer irgendwo Zielkonflikte und das ist genau unsere Aufgabe als Governance-Abteilung, diese Konflikte transparent zu machen. Das heißt, das ist ein Output aus diesem gesamten Prozess, ist, dass wir unsere Risikoszenarien transparent auf den Tisch legen. Das heißt, wir können unterschiedliche Risikoszenarien haben. Beispielsweise auf der einen Seite haben wir vielleicht ein rechtliches Risiko, ein Compliance-Risiko, dass wir bestimmte Compliance-Szenarien einhalten müssen. Auf der anderen Seite haben wir wieder ein wirtschaftliches Risiko, dass wir unter Umständen zu hohe Kosten haben aufgrund so hohen Kerosinkosten. Beispielsweise war es lange Jahre Praxis, dass man im Airline-Bereich nur schlanke, junge Damen mit sehr niedrigem Gewicht eingesetzt hat, um natürlich Kerosin zu sparen. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich da eine Gesetzgebung, im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, die Ihnen das verbietet, weil natürlich jeder Mensch in seiner Art und Weise gleich behandelt werden muss. Das heißt, da gibt es natürlich Interessenskonflikte, auch Nachhaltigkeit hat in manchem Hinblick einen Interessenskonflikt zu einer anderen rechtlichen Grundlage und da sind wir natürlich als Air Berlin oftmals auch in der Zwickmühle. Das heißt, es gilt für uns abzuwägen auf Basis einer Risikobewertung nach stringenten und einheitlichen Risikokriterien, was für Schäden können da für das Unternehmen eintreten, aus der wirtschaftlichen, aber auch aus einer Reputationsperspektive und auch aus einer Haftungsperspektive, gerade im Bereich der Compliance-Risiken. Und dann muss man die entsprechenden, sich gegenläufigen Risiken eben gegeneinander spielen, schauen, was ist sozusagen die bessere Alternative. Eine hundertprozentige Lösung und dann die Optimallösung wird es in bestimmten Situationen nicht geben. Nur dann müssen Sie sich eben auch die Rahmenbedingungen einstellen und dann eben auch das Management in die Verantwortung nehmen, da die Entscheidungen zu treffen eben auf Basis dieser transparenten, fundierten Risikoanalyse sich für eine oder die andere Lösung zu entscheiden. Vielleicht noch Antworten lassen gerade? Vielleicht auch von meiner Seite, um die Erwartungshaltung auch nochmal anzusprechen. Das, was die Air Berlin macht, ist ja wirklich schon sehr fortgeschritten, indem man überhaupt das Verständnis hat, dass man alles zusammenführen will. Um damit dann also einen Topf zu generieren, auf dem man dann den Forschern am Ende diese Entscheidung konsistent zulernen kann. Wir sind da in vielen Fällen noch ganz am Anfang. Also es ist nicht so, dass wir hier vom Perfektionsanspruch kommen, sondern wir sind ein Suchprozess. Und das macht ja gerade diesen Studiengang so spannend, sich daran zu beteiligen und zu sehen, wie viele verschiedene Qualifikationen da zusammenkommen müssen, dass man diesen Suchprozess unterfeuern kann in dem organisatorischen Kontext. Vielleicht noch als Beispiel, weil wir in der Nähe der großen Banken hier sind in Darmstadt und eine Bank uns ja in diesen Tagen besonders Sorgen macht. Die Banken haben das Thema Compliance, glaube ich, seit 2013, 2014 auf der Agenda. Ja, da sehen Sie mal, wo wir herkommen. Vorher hatten die auch geglaubt, sie machen Compliance, aber das war nur Geldwäsche und Wertpapierhandelsgeschäft. Der umfassende Compliance-Blick auf die Risiken in diesem Bereich, Einhaltung von Regelungen, kommt erst seit 2014 mit der Bank. Und erst in diesem Jahr geht es darum, sich zum Thema Risikokultur in irgendeine Haltung zu begeben, denn die Anforderungen der Aufsicht sagen in diesem Jahr, ihr müsst was tun zum Thema Risikokultur. Was das genau ist, ist noch nicht bekannt. Aber das ist die Anforderung, macht euch Gedanken, macht daraus kein Tool, sondern
geht in einen Dialog mit den Mitarbeitern, die die Risiken kennen. Aber das ist jetzt die Anforderung von Umsetzung, noch keine Spur. Also Erwartungsmanagement. Mein Name ist Günter Teufel. Ich finde das ja toll, was heute den Studierenden geboten wird. Ich habe vor 50 Jahren studiert. Insofern ist da schon einiges anders geworden. Aber ich kann es mir nicht verkneifen, den Vertreter von Air Berlin doch nochmal zu fragen. Er hat ja sehr detailliert dargelegt, wie sie in den vergangenen Jahren Gramm eingespart haben. Sie haben von schlanken Stewardessen gesprochen, um Kosten zu sparen. Aber jetzt stehen sie vor der Situation, dass sie 1800 Leute entlassen müssen und dass die Airline keine Überlebenschance hat. Da scheint mir doch ein Zielkonflikt zu sein, der über lange Jahre hin nicht berücksichtigt wurde. Ja. Da werden Sie Verständnis haben, dass ich da leider jetzt nicht drauf eingehen kann. Wir befinden uns in einer Restrukturierungsphase und das ist auch, glaube ich, heute nicht das Thema. Von daher, es geht heute um Governance, Risk and Compliance und ich glaube, wir sollten heute auch die Studenten in den Mittelpunkt stellen und das ist auch nicht unser Ansatz hier von Air Berlin, uns in den Mittelpunkt zu stellen, sondern es ging um das Projekt Governance, Risk and Compliance, das wir mit tatkräftiger Unterstützung der Studenten hier begleitet haben und von daher würde ich vorschlagen, dass wir den Fokus auch auf die Studenten und auf die Zukunft dieser Studenten legen. Gut, natürlich eine Frage, die sich aufdrängt, völlig naheliegend, aber gleichzeitig vermutlich eine, selbst wenn die Studierenden noch drei Semesterferien dranhängen, würden sie Air Berlin vermutlich nicht retten können. Jedenfalls, ohne ihn zu nahe treten zu wollen, vielleicht doch. Wenn es das mal als eigene Beratungsfirma gibt, dann schaut die Welt vielleicht noch anders aus. Ich wollte noch auf einen Aspekt, der in der Frage von Jan Schmitz auch drin steckte. Natürlich gibt es immer Zielkonflikte. Also mit und ohne Nachhaltigkeit. Gibt es in jeder Organisation gibt es Zielkonflikte. Aber wenn man Richtung nachhaltige Entwicklung vorankommen will, und da wollte ich nochmal Ihr geistiges Gedächtnis versuchen zu reaktivieren, das Bild mit den beiden Dreiecken, was Silke Kleinauer gezeigt hat. Ein Unternehmen, was das nur sozusagen als reaktives, als belastendes, als störendes Element sieht, das wird auch auf Dauer wirtschaftlich nicht erfolgreich sein. Das muss das als Chance sehen, muss die Potenziale erschließen und sozusagen die Risikoszenarien als Chancenszenarien auch verstehen. Und dann lassen sich auch sozusagen Zielkonflikte, die weiterhin bestehen, völlig klar, leichter abfedern. Und das Schöne ist, und das werden wir dann auch vielleicht in dem zweiten Praxisprojekt ein bisschen beleuchten, dass, wenn man so dran geht, man auch ökonomisch erfolgreich sein kann. Ich sage nicht, dass das zwingend so ist, aber es ist möglich. Ja, und das ist eigentlich die Kunst, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass Unternehmen, die nachhaltige Entwicklung als Chance verstehen, dass die auch ökonomisch erfolgreich sind. Und das ist eine ganz große gesellschaftliche Herausforderung. Da gehört vielleicht dazu, dass man insgesamt viel weniger fliegt. Das mag sein. Ja, das heißt, auch das ist eine Veränderung, die ansteht, ja, dass wir vieles anders machen. Aber letztendlich diese Grundhaltung, das als Chance zu sehen und als Marktnische vielleicht zu Beginn und später als großer Markt, als Geschäftsmodell, nachher kommt ja noch der Klaus Arendt, der das auch lehrt, nachhaltige Entwicklung als unternehmensstrategische Chance, das ist ja auch Bestandteil des Studiengangs. Vielleicht sollten wir auch da mal sozusagen Praxisprojekte machen, sodass dann die entsprechenden Fragen in die Richtung gehen. Ja, da ist ein Unternehmen dank eines Rasenteams in die Richtung unterwegs. Aber, Silke? Ja, das, was ich nur kurz nochmal beleuchten wollte, ist, der erste Schritt ist immer in einem Unternehmen ein integratives Risikomanagement zu erstellen. Bevor ich halt kein integratives Risikomanagement habe, kann ich auch nicht zu einem Nachhaltigkeitsmanagement kommen. Insofern ist es genial gut, dass Air Berlin das macht. Air Berlin hat vielleicht sogar aus diesem Prozess, dass sie das jetzt machen, die Chance zu sehen, ob es nicht
Geschäftsfelder gibt, die sich erschließen, die vielleicht sogar weiter Richtung Nachhaltigkeitsmanagement gehen, die vielleicht auch anders über Transport nachdenken. Aber all diese Prozesse werden in einem Unternehmen nicht stattfinden, wenn man nicht vorher die Kommunikation in den Strukturen so geändert hat, dass man das entwickeln kann. Deshalb, das wollte ich einfach nur mal richtig betonen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir erstmal auf dieser Ebene auch darüber diskutieren. Und es ist wichtig für jedes Unternehmen, dass es überhaupt erstmal schafft, dann auch compliant zu sein. Ja, also wir sehen das gerade, ich bin gerade in einem Forschungsprojekt über Textilien in der Supply Chain. Letztlich bin ich zu weit vorgeprescht, weil ich natürlich gute Lösungen für nachhaltige Entwicklung haben wollte, habe Gestaltungsoptionen entwickelt, habe aber die Akteure nicht mitgenommen und stecke genau in diesem Kommunikationsprozess und wäre weitergekommen, wenn ich langsamer gewesen wäre wahrscheinlich, weil Türen weiter offen geblieben wären. Insofern, ich wollte das einfach nur noch mal betonen, wie wichtig ich das finde. Gut, weitere Fragen? Wenn das nicht so ist, dann hätten wir uns auch im Sinne der Nachhaltigkeit eine Pause verdient. Das ist der falsche Begriff dafür. Doch, weil es hat etwas mit der sozialen Komponente zu tun. Ja, Sie müssen ja weiterhin aufnahmefähig sein. Dazu gehört auch, Pausen zu machen, auch im Arbeitsalltag. Das finde ich auch als soziale Komponente der nachhaltigen Entwicklung ganz zentral. Wir haben hier die schöne Situation, dass wir die Pause in der Sonne auf dem Dach machen können. Und die Kaffeetheke können wir auch noch anbieten, die hier im Nebenraum ist. Man kann also sozusagen auch menschliche Grundbedürfnisse erfüllen, was vielleicht auch ein Bestandteil nachhaltiger Entwicklung sein könnte. Damit haben wir jetzt die Chance, eine gute Viertelstunde Pause zu machen. Ja? Können wir mal weitermachen, oder? Meine sehr verehrten Damen und Herren, Mikro funktioniert zwar noch nicht, aber das auch nicht. Können wir noch irgendwo anmachen? Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Vorschlag ist, dass wir fortfahren. Sie haben dem Programm ja entnommen, dass wir noch eine weitere Pause haben. Und die können wir vielleicht auch für weitere Gespräche und oder Besuche der Dachterrasse nutzen. Wir kommen jetzt zu dem zweiten Praxisprojekt, eigentlich das Hauptpraxisprojekt im Studiengang. Was wir aber im zurückliegenden Sommersemester ein bisschen runtergedimmt haben, um Kapazitäten auch für das Air Berlin-Projekt frei zu haben, weil wir vorhin auch über Klimaschutz und Mobilität gesprochen haben, wollte ich Ihre Aufmerksamkeit nochmal auf das zweite Plakat lenken, was dort links hängt, neben dem Rasum-Curriculum. Diese Initiative Nachhaltige Entwicklung an der Hochschule Darmstadt hat auch eine Ringvorlesung konzipiert, die offen ist für Bürger aus Darmstadt. Und das findet immer donnerstags 18 Uhr im Haus der Energie statt, in der Holzhofallee. Wer immer interessiert ist, kann zu Einzelveranstaltungen oder zu der ganzen Reihe gerne dazukommen. Jetzt habe ich die Ehre, dass den Part von VD vorzustellen, denn Sie haben schon gemerkt, ich bin nicht Hilke Patzwall. Hilke Patzwall ist die CSR-Managerin bei VD. Wir haben das miteinander besprochen, wir haben einen Blick auf die Zugfahrpläne geworfen und haben festgestellt, dass sie beim besten Willen heute nicht mehr nach Tettnang käme. Jedenfalls nicht mit dem Zug. Und sie muss aber auch oder will für ihre Kinder da sein. Und dann ist die Entscheidung so gefallen, dass ich das heute hier vorstelle. Sie hat mir aber Folien
geschickt zu VD, die ich ein bisschen ausgewählt habe, um einerseits kurz das Unternehmen vorzustellen für diejenigen, die das noch nicht kennen, und dann vor allen Dingen, was sind die Erwartungen von VD an dieses Projekt. Also VD, The Spirit of Mountain Sports, ist ein Outdoor-Sportartikelunternehmen, was geleitet wird von Antje von Dewitz, die das vor 8 Jahren von ihrem Vater übernommen hat. Ich war kürzlich, genau gesagt vor 2 Wochen, für 1,5 Tage in einem ganz anderen Zusammenhang unten bei VD, weil sie mich zu einer, sagen wir mal, Werkstatt eingeladen haben, wo sie bestimmte Dinge des Chemikalienmanagements diskutiert haben. Und an dieser Werkstatt war Antje von Dewitz von Anfang an dabei, vom Abendessen mit den Gästen, den ganzen Tag haben sie das sehr offen diskutiert. Und was hier als Motto auf der Folie ist, das konnte man dort sehr deutlich erleben. Das ist ein Team, was den Spirit von ihr oder mit ihr entwickelt hat, Beiträge zu nachhaltiger Entwicklung zu leisten. Und wir haben das letzte Mal VW hier intensiv diskutiert, hat heute auch schon ab und zu eine Rolle gespielt. Das ist natürlich eine völlig andere Dimension, völlig anderes Unternehmen, aber ich würde vermuten, auch eine völlig andere Unternehmenskultur. Was dafür ausschlaggebend ist, darüber kann man viel spekulieren, das will ich jetzt gar nicht machen. Ich will nur, weil wir vorhin auch Mobilität waren, hatte ich hier die Mobilitätsfolie mal herausgegriffen. Als ich da am Morgen hinkam, habe ich gesehen, aha, Reihe Parkplätze, roter Porsche, VD1, ja, aha, die Chefin kommt mit dem Porsche. Ja, weit gefehlt, die Chefin kommt mit dem Fahrrad. Das ist sie nämlich. Wem gehört der Porsche? Der gehört ihrem Vater. Der ist immer noch mal im Betrieb, ja, und der lässt es sich nicht nehmen, mit dem Porsche vorzufahren. Wunderschöner weinroter Porsche, haben wir damals nicht gesehen, sind von der anderen Seite gekommen. Aber daneben sind die Parkplätze reserviert für diejenigen, die in Fahrgemeinschaft kommen. Und wer alleine mit dem Auto kommt, kann irgendwo beim Sportplatz oder bei dem Schwimmbad parken. Ja, diejenigen, die in Fahrgemeinschaft kommen, die haben die privilegierten Parkplätze. Sie haben gesponsert, dass es überhaupt einen Bus gibt dort, den Bähnle-Bus, ja, das ist ja alles in Oberschwaben da, Schwäbische Eisenbahn, ja, und zu der Schwäbische Eisenbahn gibt es das Bähnle-Bus und eine umweltfreundliche Reiserichtlinie, die hätte nun Frau Patzwey es nicht erlaubt, mit dem Hubschrauber anschließend nach Tettnang zu fliegen. Das nämlich wäre die Alternative gewesen, nachdem der Flughafen in Friedrichshafen den einzigen Linienflug, den sie hatten, der ist zwischenzeitlich eingestellt worden. Aber jetzt gibt es wieder einen neuen von der Schweizer. Und ich habe das auch ausgewählt, weil, ohne dass VD das weiß, hier eine Gründung aus Darmstadt mit dabei ist, nämlich Flink, von Studierenden der Hochschule Darmstadt, Dieburg Darmstadt, eine Art Mitfahrplattform, an die sich offenbar auch VD angeschlossen hat. Also so vielleicht einfach zum Herangehen in dem Unternehmen. Wenn es jetzt um die eigentlichen Produkte geht, dann kann ich das und will ich das gar nicht alles vorstellen, aber sie haben quasi durch ihren gesamten Lieferkette einen grünen Faden gewoben, der sich um eine Gemeinwohlperspektive herum windet, von der Entwicklung bis zum Recycling. Und der letzte noch fehlende Baustein war die Logistik. An anderen Dingen ist durchaus auch was zu tun. Das war ja diese Werkstatt, wo ich da zu Gast war, aber hier unten, dort ist unser Projekt angesiedelt. Ich wollte nur, auch weil das hier Diskussion war, sozusagen diese Gemeinwohlperspektive ist durchaus vorhanden. Das ist ein Familienunternehmen,
was natürlich Gewinn machen will, ja, Gewinn machen muss vielleicht auch, aber es hat diese Perspektive mit dabei. Es ist mit Preisen überschüttet worden, dass man wahrscheinlich einen eigenen Vortrag machen könnte, wenn man nur alle Preise zusammenstellt. Deutschlands nachhaltigste Marke, alle möglichen CSR und sonstigen Dinge. Das heißt, aus Sicht des Studiengangs ist das natürlich sehr reizvoll, dass so ein Unternehmen sich auf ein Praxisprojekt gerade mit uns aus Darmstadt einlässt, wo sie natürlich mit Anfragen auch überschüttet werden, weil sie eben so bekannt sind in dem Bereich. Und zum Glück haben wir aus sozusagen ein weiterer Synergieeffekt aus unseren Forschungsprojekten bei Sophia, haben sich eben Kontakte ergeben über Silke Kleihaus Mitwirkung in Arbeitskreisen des Textilbündnisses. Hier haben wir es, da ist auch Antje von Debitz neben dem Bundespräsidenten und dem Bundesminister. Also da gibt es viele so Fotos, weil das irgendwie sozusagen doch irgendwie ein besonderes Unternehmen ist. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass diese konsequente Orientierung an nachhaltiger Entwicklung kein Hindernis für wirtschaftlichen Erfolg ist. Man könnte sagen, das kostet doch alles fürchterlich viel, was die an Aktivitäten machen, unglaublich. Aber wenn man da unten war, ich glaube, den Studierenden ist es ein bisschen auch so gegangen, man hat gemerkt, da ist eine sehr offene, sehr konstruktive Atmosphäre. Das habe ich auch erlebt auf dem Workshop. Da sind wirklich alle konstruktiv offen, ja, sind voll motiviert mit dabei, selbst wenn sie nur wie Hilke Patzfall jeden Tag bis 12.30 Uhr arbeiten, nur in Anführungsstrichen, ja, ist sie trotzdem voll integriertes Mitglied des Teams, ist Leiterin des CSR-Teams und da voll mit dabei. Gut, also das vielleicht soweit mal zum Hintergrund. Jetzt zum eigentlichen Projekt. Umweltfreundlich transportiert heißt dann, wie machen Sie es im Moment? Da ist einfach nur gegenübergestellt die verschiedenen CO2 pro Tonne Fracht und das, was wir vorhin hatten, der Flug ist natürlich mit Abstand am CO2-trächtigsten. Deswegen haben Sie, glaube ich, wie viel Prozent? 1% maximal wird per Luftfracht geschickt, wenn es irgendwo sonst nicht geklappt hat. Der Rest läuft ohnehin schon über Schiff. Und wenn Sie es in Ihrem eigenen Werk in Deutschland herstellen, wird es auch noch kompensiert. Interessanter wäre natürlich, die anderen Transporte zu kompensieren. Aber jetzt sind Sie dran, die Transportvorgänge zu optimieren. Und so ist dieses Projekt entstanden, aus dem Kontakt heraus in dem Forschungskontext war die Frage an VD, wo habt ihr denn Bedarf? Dann hat VD gesagt, hier in dem Logistikbereich. Dann habe ich geantwortet, was braucht ihr denn da? Dann haben sie eine Wunschliste geschrieben, was sie gerne hätten. Die Wunschliste habe ich dann in eine Ausschreibung übersetzt, also ein Anforderungsprofil, wie auch sonst, ein Projekt ausgeschrieben wird. Das habe ich dann mit VD abgestimmt, diese Ausschreibung. Mit Fristen bis zu dem und dem Zeitpunkt durften die Studierenden Rückfragen stellen an VD und bis zu dem und dem Zeitpunkt musste dann ein schriftliches Angebot erstellt werden und das wurde dann anschließend in Obereisenbach präsentiert. Den Vorgang erläutern die Studierenden gleich noch einmal und die Idee war, dass es eben verschiedene Teams gibt und wie setzt man die Teams zusammen? Gibt es unterschiedliche Methoden. Ich habe mich für den Zufall entschieden, nämlich ein Losverfahren, und sodass dann König Zufall oder wie man immer den nennen will, entschieden hat, wer zusammenarbeiten durfte oder zusammenarbeiten musste. Was erwartet sich sozusagen jetzt? Das wurde dann präsentiert und Frau Patzfall war total angetan von den Präsentationen, kann ich ihr vielleicht auch mal sagen. Sie hat auch sehr lobende Worte gefunden, die ich noch immer in ein Testimonial setzen darf, damit das auf unsere Homepage auch kommt und hat gesagt, wir arbeiten ja viel mit Universitäten
zusammen, mit Doktorarbeiten und, und. Aber so eine professionelle Präsentation, die habe ich hier noch nicht gesehen. Und das ist natürlich auch ein großes Lob und das hat natürlich dann dazu geführt, dass Sie gesagt haben, okay, das war jetzt ein netter Versuchsballon, aber jetzt machen wir es wirklich, so ähnlich wie bei Air Berlin. Was sind die Erwartungen? Worum geht es? Es geht um die Strecke zwischen den Produzenten, dem VD-Lager und beziehungsweise dem Kunden, also vom Produzenten nach Tettnang-Obereisenbach, OEB, oder in anderen Fällen vielleicht über ein Hub, also ein Zwischenlager direkt zum Kunden. Bestimmte Dinge sollten nicht mit dabei sein. Das heißt, wir haben letztendlich zwei Schwerpunkte. Einmal die Optimierung der Transportwege und die Messbarkeit. Bei der Optimierung der Transportwege haben Sie sozusagen die Punkte genannt, die Sie sich erwarten, optimierte Transportdistanzen, Volumen und Frequenzen durch Konsolidierung der Lieferwege. In der Ausschreibung war auch mit enthalten Verlagerung oder Rückverlagerung von Produktion nach Europa oder nach Deutschland, um Transporte zu verringern. Das ist jetzt aber offenbar doch, weil es eine ganz andere Dimension hat, nicht mehr Bestandteil des Projekts. Aber insgesamt schon Einsparung von Wegstrecken, müssen wir mal klären, Kommunikation ist Trumpf, ja. Wie weit wir gucken sollen, ja. Bei der Optimierung sollen wir auch andere Produktionsstätten in Asien, sollen wir Rückverlagerungen mit prüfen, wir sollten prüfen, dass man sich auf wenige Häfen konzentriert. Ich habe gerade heute in der Zeitung gelesen, die Frankfurter Buchmesse hat ein Problem. Viele Bücher werden nicht rechtzeitig da sein. Weshalb? Weil die Reederei insolvent ist und sie keinen Hafen mehr anlaufen kann, weil sie keine Hafenliegegebühr bezahlt haben. Das heißt, die ganzen schönen Bildbände für die Frankfurter Buchmesse liegen irgendwo auf dem hohen Meer in Containern, fangen irgendwann an zu schimmeln, ja, aber sind jedenfalls nicht rechtzeitig zur Buchmesse hier. Das ist ein weiteres Risiko natürlich, wenn man sich auf diese Transportwege einlässt, auch wenn man nur wenige Häfen hat. Dann ein paar weitere Punkte, die hier von den Studierenden zu untersuchen sind. Alternative Routen, da hatten wir schon einiges an kreativen Vorschlägen in der Präsentation und bestimmte Szenarien. Auch, also auch die Lehrveranstaltung Szenario-Methodik, Modul 4.2, wird dann hier, denke ich, nutzbringend eingesetzt werden können. Worauf soll das Ganze hinauslaufen? Auf Messbarkeit und Transparenz, sozusagen sichtbar machen auch von Zielkonflikten, sowohl was die Ökobilanz angeht, Kosten-Nutzen-Betrachtungen, überhaupt die Bewertungen, hier steht jetzt objektive Bewertung der Zahlen, Daten, Fakten. Ja, wenn ich das geschrieben hätte, hätte ich das Objektive erstmal in Anführungsstrichen gesetzt. Ja, was ist wirklich da objektiv? Aber wir hatten es vorhin diskutiert, allein das Transparentmachen ist schon ein Schritt zur Entscheidungsunterstützung. Die Gesamtkosten, die mit verschiedenen Optionen verbunden sind und jeweils die Optionen unter diesen Kriterien Kosten, Zeit, Emissionen aufzulisten und am Ende einen Kriterienkatalog zu erarbeiten, wie man das in Zukunft angehen könnte, also quasi ein strategisches Element. Und ich glaube, VD ist auch nicht ungeschickt darin, den guten Ruf für Fördermittel zu nutzen. Natürlich auch die Frage, gibt es für solche Change-Prozesse dann auch Fördermittel? Also das ist das, was sich VD erwartet. Und jetzt folgt die Antwort der Studierenden. Was haben die Studierenden quasi in diesem, wie sind sie da dran gegangen und wie stellen sie sich vor, dass es weitergeht? Okay.
So das nennen. Ja, ich sage auch erstmal hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Vortrag zum Praxisprojekt bei VD. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, mein Name ist Robin Weirich, ich studiere auch im dritten Semester Rasung. Neben mir steht meine Kollegin Johanna Schönborn, die ebenfalls im dritten Semester Rasung studiert. Und ja, ist ganz interessant, auch wir beide haben letztes Jahr ungefähr zur gleichen Zeit hier im Raum gesessen, ziemlich weit hinten, haben uns das Ganze aus der Ferne angehört und fanden es alles wirklich interessant, haben uns aber vielleicht auch noch nicht so getraut, wirklich einzugreifen. Und wir freuen uns deshalb jetzt auch hier vorne stehen zu dürfen und Ihnen ja, einen Eindruck zu vermitteln, was wir denn im Praxisprojekt VD schon gemacht haben, wohin wir wollen, was die Zielsetzung ist. Ja, wie Sie jetzt gerade schon gehört haben, macht VD schon sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit, vor allem auf der ökologischen und sozialen Ebene. Die berücksichtigen das Ganze natürlich auch toll unter der ökonomischen Perspektive, denn für ein gelungenes Nachhaltigkeitsmanagement ist natürlich auch notwendig, die ökonomische Perspektive im Auge zu behalten. Und wie es halt so ist, wenn jemand schon wirklich viel macht in dem Bereich, fällt das Optimieren dann immer schwieriger. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch Optimierungspotenziale. Und die sieht VD vor allem, wie man hier schon auch aus dem Titel entnehmen kann, im Bereich Logistik. VD hat selbst gesagt, es gibt noch so eine Art wunden Punkt, wir machen wirklich viel, aber in der Logistik gibt es noch was zu tun, weil es ein sehr komplexer Prozess ist, der auch international geprägt ist. Und da ist es eigentlich einfach selbstverständlich, dass es ja noch Optimierungspotenziale gibt, und dem haben wir uns eben mal angenommen. Kurz zur Agenda, die Frau Schönborn wird Ihnen jetzt kurz das Praxisprojekt vorstellen, die wesentlichen Bausteine, die wesentlichen Eckdaten. Danach werden wir kurz die Endergebnisse sozusagen präsentieren, was wir jetzt im zweiten Semester schon im Rahmen der Ausschreibung gemacht haben, und abschließend dann einen Ausblick geben auf die Bearbeitung, die jetzt im dritten Semester dann ansteht. Genau, ich gebe jetzt mal einen detaillierteren Einblick, was wir überhaupt gemacht haben oder was wir machen sollten. Also das Ziel der Ausschreibung an sich war erstmal, dass wir die Warenströme optimieren und natürlich unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Dabei haben wir uns erstmal konzentriert auf die Outbound-Warenlogistik und die Inbound-Warenlogistik und sollten einfach gucken, wo wir Emissionen einsparen könnten. Also unter ökologischen Gesichtspunkten die Warenströme optimieren. Wir hatten aber noch eine andere Bedingung, und zwar sollten wir gucken, ob wir auch andere nachhaltige Gesichtspunkte optimieren können, und zwar auf sozialer und ökonomischer Basis. Ein anderer Auftrag, den VD uns quasi gegeben hat, also wo sie auch in ihrer Ausschreibung geschrieben hatten, dass wir bitte out of the box denken sollten. Das heißt, sie haben gezielt uns Studenten genommen, damit wir was anderes liefern, damit dass wir kreativ sind und uns nicht scheuen, Ideen zu schreiben oder auszuführen, die vielleicht nicht ganz realistisch sind, aber trotzdem Potenzial liefern könnten. Die Rahmenbedingungen von unserem Projekt waren erstmal, dass wir letztes Semester die Angebotsphase hatten. Und zwar, wie Herr Föhr eben schon gesagt hat, hatten wir die Bearbeitungsphase, dass wir die Ausschreibung bekommen haben und sie angeguckt haben und dann in Teams zusammengegangen sind, das Angebot bearbeitet haben. Und am 24.06. war unser großer Tag in Tettnang, wo wir aufgeregt hingefahren sind und unsere Angebote präsentieren durften. Unser Team, also für die Bearbeitungsphase von dem gesamten Angebot, besteht aus 8 Personen, also aus uns Rasums. Und für die Angebotsbearbeitung waren wir erstmal in 2er-Teams eingeteilt. Also hat das Schicksal entschieden, das Los, was im Endeffekt, denke ich, auch so ganz gut gelaufen ist. Die Projektkosten werden sich auf 88.000 Euro belaufen, fiktiv natürlich. Und genau, für den Ausblick, für die Durchführung vom Projekt ist der Bearbeitungszeitraum startet nächste Woche ab dem 4.10. Und wir werden das dann zum 16.12. circa abschließen. Ein Umfang von 175 Personentagen, 8 Stunden, haben wir kalkuliert dafür. Ja, hier sehen Sie eigentlich schon so den Höhepunkt des letzten Semesters. Da sind wir nämlich nach Tettnang am Bodensee gefahren in die Firmenzentrale von VD und haben dort unsere Angebote bei der Frau Patzweil präsentiert. Waren auch noch ein paar Mitarbeiter anwesend. Der eine oder andere sieht vielleicht noch ein bisschen müde aus. Das hing einfach damit zusammen, dass wir erst später angereist sind. Es gab aber guten Kaffee, wodurch das Ganze dann auch wieder relativ schnell ging. Um zum Rückblick zu kommen, interessanterweise war es ein Teil der Ausschreibung, ein professionelles Logo zu entwickeln. Allerdings ist uns davon nicht abgehalten, trotzdem was zu machen. Ich finde es eine sehr gelungene Auswahl von unseren 4 fiktiven Firmen sozusagen. Man sieht auch das Wort Rasen, das ein oder andere Mal enthalten, was auch verdeutlicht, dass wir diesen Studiengang wirklich mögen.
Ja, also prinzipiell war es so, hatte der Herr Fürje auch angesprochen, wir wurden in vier Teams eingeteilt. Das Ganze nach dem Losverfahren, möglichst praxisnah, weil in der Praxis kann man sich seine Projektpartner auch nicht immer direkt aussuchen, wobei unser Klima noch relativ gut ist. Das heißt, wir waren alle miteinander zufrieden. Wir haben hier die Teams zu Anna und mich, Fabian, Eugen, Jana, Erik und Lina und Sina. Und ganz interessant zu sehen war, dass sich während der Bearbeitung zwei Lager sozusagen herauskristallisiert haben. Nämlich gab es zwei Teams, die haben einen eher lösungsorientierten Ansatz gesucht und es gab zwei Teams, die haben einen eher prozessorientierten Ansatz gesucht. Man muss auch dazu sagen, wir wussten ja voneinander nicht, welches Team welche Bearbeitungsschritte tätigt und wie welches Team vorangeht. Wir haben das Ganze erst bei der Abschlusspräsentation in Tettenang erfahren. Also wir haben versucht, uns möglichst nicht vorher abzusprechen, keine Informationen auszutauschen, weil es da auch realitätsnah durchgeführt werden sollte. Und so hat sich das dann rauskristallisiert, die Frage, ja, was ist ein lösungsorientierter Ansatz? Da ging es einfach darum, dass bei lösungsorientierten Ansätzen einfach auch direkt auf die Problematik von VOD mit Lösung reagiert wurde. Das heißt, wir wussten ganz klar, es sollen Warenströme optimiert werden, es sollen Emissionen in der Logistikkette eingespart werden. Und dann haben zwei Teams zum Beispiel gerade direkt darauf reagiert, indem sie Maßnahmen vorgeschlagen haben, wie eine Verlagerung von einem Zielhafen oder auch innovative Konzepte ins Spiel gebracht haben, wie zum Beispiel die Nutzung von Fernbussen in Kombination mit Anhängern. Und Sie wissen ja, es gibt viele Fernbusse am Markt. Da war die Überlegung, warum nutzen wir die denn nicht? Die fahren einfach nur rum. Also im Prinzip könnte man noch was dranhängen. Während es bei den prozessorientierten Ansätzen dann eher so war, dass man den Prozess erstmal in den Mittelpunkt gestellt hat und geschaut hat, wie gehen wir überhaupt vor, um zu Lösungen zu kommen. Da war ein Beispiel zum Beispiel die Entwicklung von einem Kriterienkatalog zur Bewertung von Logistikdienstleistern oder auch das Thema Optimierung von Warenströmen, allerdings erstmal auf dieser theoretischen Ebene, um dann später sozusagen zu Lösungen zu kommen. Wir sind ja ein sehr interdisziplinäres Team, was Rasum ja auch mehr oder weniger ausmacht. Zu unseren Grundqualifikationen, wir haben sowohl eine Bauingenieurin zu meiner Linken, ich als Energiewirt. Wir sind im Bereich sozialen Gesundheitsmanagement durch die Fabian Nass vertreten. Wir haben zwei Wirtschaftsingenieure, den Eugen Janssen und den Erik Krötzinger. Dann haben wir Umwelt- und Betriebswirtschaft, das hat Jana Kutschmann studiert. Und wir haben auch eine Expertin auf Media Systems, Lina Ebbinghaus und International Fashion Retail, das ist Sina Manns. Und was auch ganz interessant im Nachhinein zu sehen war, ist, dass eben gerade die Ingenieure eher auf diese lösungsorientierten Ansätze hingearbeitet haben, während die Leute, die vermehrt aus der wirtschaftlichen Ecke kommen, eher diese prozessorientierten Ansätze verfolgt haben. Und da hat sich für uns jetzt auch schon herauskristallisiert, wo denn so die Schwerpunkte liegen. Also wie können wir dann zusammen im Team arbeiten, wer übernimmt welche Aufgaben. Ich glaube, da haben wir schon einen ganz guten Anhaltspunkt erhalten. Wir glauben, dass es kein Zufall ist, dass es so funktioniert hat. Also wie es dann wirklich ist, wird sich noch zeigen, aber wir denken, es ist schon der Basisqualifikation geschuldet. Genau, nochmal auf die Angebote speziell eingegangen. Zu den beiden lösungsorientierten Ansätzen von den Ingenieurteams sozusagen hatten wir uns überlegt, dass wir, um Emissionen einzusparen, einfach den Zielhafen verlegen, das heißt die Wege kürzen. Und ins Mittelmeer quasi gehen, nach Slowenien. Vielleicht ist Slowenien nicht jedem bekannt für einen großen Hafen, aber es gibt einen Hafen. Die Küste ist nur 30 Kilometer lang, aber wird vermehrt von Firmen, die in Süddeutschland ansässig sind, angefahren. Dann, was Robin eben schon erläutert hat, waren, dass wir die Fernreisebusse nutzbar machen wollten. Das hatten wir angeboten, quasi einfach das Potenzial, weil sie so viel durch Deutschland fahren, könnte man ja Lager zwischendrin einrichten, die angefahren werden. Die andere Gruppe hat sich das auch so überlegt, und zwar haben sie auch erstmal Transportrouten verglichen, und um dann auf eine Route zu kommen, die beste ist. Und das wäre quasi die Vietnam nach Genua, die kürzeste Route, wo man sich quasi diese Schleife um Spanien herum spart. Und dadurch hätten wir eben deutliche CO2-Einsparungen. Und was auch noch in diesem Angebot war, dass die Vorlieferkette analysiert wurde, die bei uns zum Beispiel überhaupt nicht betrachtet wurde, von Asien, von den Produktionen zum Hafen selbst. Bei den prozessorientierten Ansätzen, OptiBound zum ersten Mal, wurde vorgeschlagen, dass man die Logistikdienstleister erstmal bewertet, um dann einen guten zu empfehlen. Außerdem sollten die Total Cost of Ownership berechnet werden und alternative Transportmöglichkeiten. Das war sozusagen der kreative Anteil an diesem Projekt, weil man hat dann wirklich kreativ gedacht und gesagt, ja, warum macht man nicht Zeppeline nutzbar oder Skysails oder dergleichen.
Ready to Move, hat sich alternative Kommissionierungsstrategien überlegt, beziehungsweise hat angeboten, dass man etwas sich überlegt, was auf VD passt. Sie wollten die Warenströme in Asien optimieren, das heißt vom Hafen aus, warum wird nicht von einem Hafen aus transportiert nach Deutschland? Und außerdem hat man sich auch noch auf die Auslieferung zum Endkunden konzentriert, also von die letzte Meile sozusagen betrachtet. Ja, wenn Sie das fragen würden, hat sich der ganze Aufwand, die ganze Mühe bisher gelohnt, würden wir ganz klar sagen, ja. Einmal wegen dem Lerneffekt und einmal wegen einer Bergtour, die wir sozusagen in die Tour nach Tettnang integriert haben. Wir haben mit Herrn Professor Führer, der auch einen ambitionierten Bergführer und Bergsteiger-Team, der uns dann auch über die Risiken des alpinen Bergwanderns aufgeklärt hat. Und wir haben das ganz einfach als eine Art Teambindungsmaßnahme integriert und haben 2 Tage lang den Oberzahlingkopf bestiegen, im Brandnertal, und waren der Meinung, dass das Teamgefühl danach auch deutlich gestärkt wurde. Das war ohnehin schon gut, aber es war dann noch besser. Ja, wieder zum Thema, Rückblick, Lessons Learned. Was haben wir gelernt bisher? Also es ist ja so, so ein Angebot zu erstellen, war für die meisten von uns erstmal ganz neu. Also man befasst sich mal damit, aber wir haben es nicht in so einer professionellen Form durchgeführt. Deswegen erstmal die Grundfrage, was muss man überhaupt tun, um ein Angebot zu erstellen? Worauf achte ich? Was sind die Anforderungen des Kunden? Und wie bleibe ich die ganze Zeit bei den Anforderungen des Kunden? Letztendlich, was wir daraus gelernt haben, wir hätten uns teilweise vielleicht ein bisschen stärker am Anfang an der Ausschreibung orientieren müssen, sind dann auch noch umgeschwenkt später. Dadurch verliert man natürlich erstmal Zeit, wenn man dann ein bisschen abdrifft, und man neigt einfach dazu, also auch gerade, dass diese kreative Ader mehr oder weniger gefragt ist, muss man natürlich schauen, dass man dann nicht zu kreativ wird, also man muss schon schauen, dass man im Rahmen bleibt. Bei allem, was man tut, sollte man die Wünsche des Kunden im Auge behalten, also eigentlich bei jedem einzelnen Arbeitsschritt müsste man sich hinterfragen, arbeite ich jetzt darauf hin, dass mein Endergebnis den Kundenansprüchen sozusagen genügt. Und es gibt eben auch nicht diese eine Lösung, sondern die Lösung besteht für uns jetzt aus Inhalt und Prozess, wie ich vorhin auch schon gesagt habe. Es gibt die prozessorientierten und die lösungsorientierten Vorschläge. Und wir sind jetzt ganz froh, dass wir beide Varianten vertreten hatten, da jetzt auch VD in der sozusagen, ja, also die haben ja aus unseren Angeboten sozusagen ausgewählt, was sie denn wirklich haben wollen. Und sie haben jetzt nicht eben das eine Angebot komplett ausgewählt, sondern sie haben aus allen Angeboten das Beste ausgewählt und haben uns dadurch einen Anforderungskatalog generiert, der jetzt zu bearbeiten ist. Und da sieht man, dass eben beide Elemente gefragt sind. Und ich glaube, dass wir da auch die Stärke im Team haben, das also komplett abzudecken. Was natürlich auch nochmal was ganz Neues war, war das Thema Logistik. Klar, wir haben alle irgendwie auf unserem Gebiet eine Kernkompetenz, allerdings war für jeden das Gebiet Logistik schon nochmal ganz neu. Also die meisten hatten noch überhaupt noch keine Vorkenntnisse im Bereich von Logistikdienstleistungen. Deswegen war es auch eine Herausforderung, das Angebot wirklich mit diesen neuen Inhalten zu verknüpfen. Das heißt, erstmal die Zusammenhänge zu verstehen, die Informationen richtig zu strukturieren und dann auch in den richtigen Kontext zu bringen. Wo es auch noch einen Lerneffekt gab, war ganz klar bei der Präsentation. Wir hatten das Glück, dass wir das einmal proben durften sozusagen, auch unter professioneller Betreuung von einem Herr Hilger, der ist auch in der Textilbranche vertreten und hat das auch schon das ein oder andere Mal in der Praxis gemacht. Und da war es ganz interessant. Einige von unseren Teams haben wohl den Fehler gemacht bei der ersten Präsentation, dass einfach zu viel von dem Pulver sozusagen verschossen wurde. Also wir haben versucht, in relativ kurzer Zeit alles, was wir erarbeitet hatten, dem Kunde vorzutragen. Der Lerneffekt dabei war, dass das in der Praxis gar nicht das Ziel sein soll, sondern man muss sozusagen dem Kunden den Appetit anregen. Also man gibt ein bisschen was preis von dem, was man gemacht hat. Man deutet sein Können an und deutet auch an, dass man in die richtige Richtung geht, aber hört dann auf, damit der Kunde das Projekt am Ende nicht selbst umsetzt und dann sozusagen raus aus dem Rennen ist. Also das haben wir da wirklich gelernt. Ich glaube, das war auch einer der wesentlichen Lerneffekte jetzt in der Angebotserstellung. Ja. Genau. Nach der Angebotspräsentation kam kurz vor den Semesterferien das Angebot zurück, der Auftrag, den wir natürlich auch direkt angenommen haben. Das ist nochmal die Auflistung, was Herr Für schon erwähnt hat, was jetzt in dem Auftrag drankommt. Die Kombination aus den ganzen Angeboten, die wir erstellt haben, hat sich VD das rausgenommen, was für sie in Frage kommt. Da werde ich jetzt eher nochmal schnell drüber gehen, das haben wir eben schon ausgeführt. Und genau, jetzt geht es bald zur Projektauftaktbesprechung und dann werden wir starten. Unsere Erwartungen an das Projekt, was jetzt folgt, sind erstmal, dass wir unsere Lessons Learned auch umsetzen. Wir haben ja aus dem Air Berlin Projekt schon ziemlich viel mitgenommen. Jetzt müssen wir noch schaffen, das, was uns vielleicht da nicht gefallen hat, positiv in das VD-Projekt umzusetzen.
Wir wollen die Klarheit zu den Kundenerwartungen nicht verlieren, wollen uns aber auch priorisieren. Also wir haben gelernt, dass vielleicht nicht immer das Beste ist, alles zu tun zu wollen, sondern dass wir jetzt Prioritäten für das Projekt setzen. Das, was uns bzw. VD und uns wichtig ist, in der Zeit umzusetzen. Wir möchten unsere Herangehensweise strukturieren. Wir dachten vorher, dass wir schon strukturiert rangegangen wären, aber haben gelernt, man kann noch strukturierter rangehen. Und das möchten wir für dieses Projekt natürlich machen. Dann wollen wir natürlich unsere Kompetenzen, also das lösungsorientierte und das prozessorientierte, kombinieren und hoffen, dass wir einfach weiterhin im Team gut zusammenarbeiten können und auch mit der Kommunikation gut vorankommen, intern sowie extern zu VD. Intern in der Teamarbeit steht wieder zur Frage, machen wir mit Scrum weiter, wie es im Air Berlin Projekt gelaufen ist. Hat da jetzt wahrscheinlich jeder mitbekommen, wie Scrum funktioniert. Wir hatten keinen richtigen, also keinen Projektleiter und haben uns selbst organisiert. Und zu alledem wollen wir natürlich die Kundenerwartungen vollstens erfüllen. Aber was für uns persönlich, denke ich, das Höchste ist, dass wir unsere fachliche und persönliche Weiterentwicklung nicht aus dem Auge verlieren und wieder genauso viel mitnehmen wie aus dem Air Berlin Projekt, weil das könnte ich jetzt sagen, war von meiner Laufbahn her im Bachelor und also ich habe auf jeden Fall noch nie so viel gelernt wie bei so einem Praxisprojekt, was wir jetzt bei Air Berlin hatten, und da denke ich, können wir alle viel in das VD-Projekt mit reinnehmen und uns nochmal weiterentwickeln. Das ist schon wieder das Ende. Hier noch ein Zitat von Linus Pauling, der den Chemie-Nobelpreis gewonnen hatte. Das war ein Zitat, was uns während der Angebotsphase begleitet hat, nämlich die beste Methode, eine gute Idee zu bekommen, ist, viele Ideen zu haben. Und das hatten wir definitiv während der Angebotserstellung und gehen deshalb sehr enthusiastisch in das Projekt jetzt rein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Untergeschoss geht es dann weiter mit Perspektive N unter der Leitung von Herrn Geibel und Herrn Böhr, oder Mitwirkung von Herrn Geibel, Leitung von Herrn Böhr. Und jetzt haben wir nochmal Pause, wir können auch nochmal aufs Dach gehen. Das, glaube ich, erlaubt hier aufs Dach zu steigen. 18:30 Uhr im Untergeschoss.